Moin, sehr kleinen Sahneschnitten. Meine Stimme ist leider ein ganz kleines bisschen kaputt, also nicht wundern. Ich habe aber für euch Helldivers gezockt, Helldivers 2. Viele haben mich gefragt, ob ich das Ganze tun kann. Ich gebe euch hier mal ein Stream-Highlight, wo ich mit Asmoogle gezockt habe, weil es ja besonders dann glänzt, wenn man es kooperativ spielt. Ist ein Shooter, also nicht wundern, wenn ich Lost in Space bin, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Have fun. Nee, ich habe auf der PlayStation gespielt, aber ist ja okay. Also am Rechner ist eh für mich entspannter. Ich bin Controller, ey. Ja, Controller schießen doch scheiße. Ja. Ich kenne das geil, ist gar nicht schön. Ja, geil. Dann, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft zu organisieren. Ich habe schon sehr viel gelernt in dem Spiel. Ich habe Drop Pods als Waffe verwendet. Häufiger als mir lieb ist. Aber schon Next Level, ne? Ist Next Level, aber haben auch meine eigenen Körperteile auch drunter gelitten teilweise. Okay. Was aber unfassbar witzig war, muss ich sagen. Es ist ja immer nur Clean One-Shot auch. Also auch bei Gegnern. Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen. Aber schon, ist schon sehr funny, ne? Ich mag das total, dass das Game sich irgendwie selbst nicht ernst nimmt so richtig. Ja, ist halt Starship Troopers des Todes. Also übel. Ja, Mann. Ich hätte gedacht, die kriegen da sofort eine Klage oder so. Ja. Weil es ja die Idee nimmt, und aber er einfach sechsmal besser macht, muss ich sagen. So, ja, auf jeden Fall. Was müssen wir, was müssen wir machen? Wir müssen evakuieren. Wir müssen die Löcher versiegeln. Genau. Ja, let's go rein da. Das ist jetzt auch dein Raumschiff quasi. Das heißt, du kannst den Schwierigkeitsgrad einstellen. Kannst ja quasi immer vor der Mission dann einmal machen. Ich glaube, wir haben einfach immer einen höher, als ich gerade freigeschaltet habe. Ja, perfekt. Sehr gut. Ja. So, dann nehmen wir das hier mit. Auf geht's. So, Alexos, was ist los? Copy-paste doch. Ich habe alles schon gemacht, Alexos. Ich kann hier nicht copy-pasten. Du brauchst mich nicht anschreien, weil das ein anderer PC ist. Intelligenz an, sonst Leid auch an. Bup, 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 bup. So, jetzt werden wir in den Genuss von Friendly Fire kommen, glaube ich. Ich muss sagen, das geht noch. Also ich habe gesehen, dass Leute, weil es gibt ja diesen Orbitalschlag. Ja. Und dieser Orbitalschlag hat, also der ist okayisch. Da wird man irgendwie weggenockt und natürlich getötet im Zentrum. Aber ich habe auch schon so Flugzeugbombenteppiche gesehen. Ja, genau. Und kann ich dir auch gleich zeigen. Ja, wir können was Cooles machen, wenn du Bock hast. Und zwar habe ich jetzt hier so eine automatische Kanone gerufen. Ich kann den Rucksack nehmen. Und du nimmst dann die Waffe, und wenn du nachher sagst, ich brauche Munition, dann lade ich für dich nach, weißt du? Boah, das ist heftig. Das ist ganz geil. Aber ich dann kannst du das MG jetzt nicht mehr nehmen. Aber den, ja, ist ja nicht schlimm. Aber den Turret, hast du den auch schon? Ja. Der ist geil. Gerade. Der, ja, Turret war übel strong, muss ich sagen. Oh ja. So, da rechts sind ein paar. So. Ich habe nur die Freundschaftsanfrage, Alexus, per Discord gebraucht. Das war das Wichtige. So, damit ich ihn callen kann. Discord ist quasi am einen PC und Steam auf dem anderen. So, die Proben. Das ist alles fürs Schiff, ne? Oha. Genau. Warte mal, das ist ja eine zum Kanone. Upgraden quasi. Ja, genau. Das ist ja witzig. Also das ist vor allem für die Größeren ganz gut. Weil das hämmert schon ordentlich. Aber das Ding hat ja übelst die AOE-Einschlag. Das ist ja auch für die Kleineren noch nicht so scheiße. Das ist ja geil. Wie viel hat das gekostet? Boah, lass mich kurz überlegen. 7500, glaube ich. Das ist halt alles Level Cap, ne? Also, man schaltet schon coole Sachen frei. Aber was mir dem Spiel gut gefällt, ist, dass. Soll ich das da reinwerfen? Mitnehmen hier? Kannst du mitnehmen. Weil natürlich die Motivation ist übelst groß, da drauf zu schießen. Oh ja. So. Oh, das ist ein Two-Shot für den Großen. Oh, sorry. Aber du hast keinen Schaden gekriegt, das war nur ein Knockdown. Nee, das war lucky. Aber das war beim Orbital genauso. Man war irgendwie übelst weit weg davon, aber der Schaden war einfach übel. Also er war gering, aber du fliegst halt einen Kilometer. Ja, das stimmt. Deswegen sieht das so dramatisch aus. So, warte mal, jetzt muss ich zu dir kommen, oder was? Achso, ja, warte. Ja. Hopp. Das ist ja geil. Und jetzt können wir zusammen auch laufen. Lol, what the fuck, wozu? Das ist eine geile Funktion. So, okay. Dann, wir nehmen das links auseinander, oder? Wir können ja alles machen. Gibt gute Punkte dann. Oh, 11 Stück gibt's. Oh, das sind ja richtig viele.
Kann ich mit dem Ding auch in so ein Nest reinschießen? Das reicht doch wahrscheinlich nicht aus, ich, oder? Ich glaube es, also bei den Robotern geht es. Nee, es reicht nicht. Nee, schade. So. Freiheit! So, ich grenade. Yes! Guck mal, da hinten kommt ein etwas größerer, den kannst du easy snacken hier, den da. Wie hast du den markiert? Mit Q. Q, okay. Ja, Q ist ja geil. Alles, was so LOL-Tasten sind, die kriege ich gut hin. Aber bei mir ist so C und V, das ist so richtig. Ja. Aber ich nutze C zum Crouchen immer die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Was hast du oft? Wobei, jetzt müsste, glaube ich, Standard sein, ne? Ja, ja, genau. Spiel? Aber ich. Also, meine Hand ist für C drücken nicht gebaut, muss ich sagen. Okay. So. Oh, ich habe einmal nachgeladen und nochmal. Alter, du bist so, klebst ja dann richtig dran, so. Aber ich, Nee, du musst es durchziehen tatsächlich. Ah, echt? Ja. Jetzt bin ich voll. Jetzt bist du voll, okay, super. So, dann. So, ich hol mal kurz Nachschub. Ich gehe dabei in den Tekken-Supermodus. Weil da stelle ich mir am Controller auch geiler vor, muss ich sagen. Ja, ist es auch. So. Ja, ich mach mal auch Unterstützung wegen den scheiß Granaten. Ah, nee, hab ich noch gar nicht. Na, wobei, nee, genau. Wenn ich das nutze, kannst du es quasi nicht mehr. Das heißt, wir müssen es auch abbrechen. Ah, wir sharen uns das. Ah, geil. Ja, genau. Wusste ich gar nicht. Also, aber mein Orbitalschlag, den haben wir separat. Den hast du, genau, das ist dein eigener, genau. Okay. Das warten wir einfach nur noch, ne? Wobei, was? Genau, Terminal aktivieren. Ich glaube, ich muss hier hinten dran drehen, ne? Richtig? Aber der war schon richtig ausgerichtet. Echt? Ja, ja, das, ja, war, das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber der war, ich konnte sofort auf 2 von 2 machen. Aha. Oder? Ja, perfekt. Nee, super, jetzt können wir den ausrichten. Ich bin dumm. Ah, okay. Du musst nach Süden ausrichten, falls ihr das was sagt. Gucken wir mal. Kannst du mir einfach sagen, ob die Richtung stimmt? Ja, genau. Ich bin am Terminal. Nee, falsch. Oh, nee, weiter. Oh, jetzt reicht's. Okay. Warte mal, wieso macht der nicht? Musst du nochmal raufdrücken? Also, deine Ausrichtung ist richtig, aber warum? Ah, jetzt geht. Hä? Lol. Ah, ja. Okay. Lol. Ich habe mir die ganze Zeit beep, 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 beep. Wie so ein Bekloppter drauf gedrückt, aber es hat nichts gebracht. Wollen wir. Wait, wir haben noch 7 Minuten. Ja, stimmt. Aber wir können. Warte mal, ich kann hier einmal Artillerie reinwerfen. Gucken wir mal. Sperrfeuer. Nehmen wir das große. Reicht das für alle 4? Na, gucken wir mal. Kommt drauf an, ob ich gut werfe. Ja, da mach ich dann. Mach ich dann, du musst auch ein bisschen weg, glaube ich. Ach, so groß ist das, oder? Echt? Oh, das ist super random. Oh, Leute, von hinten. Oh, Alter, das war knapp. So. Jawoll. Die Shotgun ist auch geil. Okay, ja. Die sind alle weg tatsächlich. Ja, Armer. Hinter dir? Den hab ich. Danke. So. Okay. Ich muss die ganze Zeit sich umgucken, ey. Die sind halt lautlos von hinten. Das ist so krank. Aber es gibt auch die Stalker, die machen sich unsichtbar. Die siehst du denn nur so ganz leicht? Die hatte ich noch gar nicht. Okay, ist es egal, wo wir evakuieren? Na, wir müssen nach Südosten, aber wir können ja das Lager da noch mitnehmen. Ah, das ist ja eine relativ kleine Karte, aber da müssen wir leider nach vorne hier. Jo. Aber packen wir. Okay, dann lade ich jetzt nach und nehme wieder die große. Große Spaßkanone. Jo, soll ich nachladen? Ja, soll ich kurz machen? Okay, es war schon. Das ist ein geiler Spell, muss ich sagen. Also das ist eine coole Idee. Ja, auf jeden Fall. Das gefällt mir. So, ich glaube, ich mache noch ein Nachladeding, aber das machen wir, glaube ich, am nächsten Ort einfach. So. Hast du das gleich zum Release gespielt oder wann erst? Ja. Also es war schon ziemlich cool, muss ich sagen, weil du halt auch alles zum ersten Mal kennenlernst und so. Das hat mich extrem gereizt. Was aber, glaube ich, echt mit Abstand am coolsten ist, so diese, es gibt so Situationen, die kannst du nicht vorhersehen. Es passieren einfach randomly so dumme Sachen. Ja. Also das ist halt Hammer. Das ist geil. Und es kommen jetzt auch bei Titanen. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Dass aber die wollen quasi. Ja, wo du denn in so eine Titan einfach reingehst. Das ist halt schon, also wenn das Update kommt, freue ich mich drauf.
müssen eigentlich so ein bisschen Titanfall. Dann, damit es quasi Koop bleibt, müssen sie eigentlich so einen Power Ranger-Modus machen, weißt du? Ja, genau. Dass sich dann vier Titanen zusammensetzen zu einem großen. Und dann gegen so einen Superbug. Ich kann jetzt leider die Zeit zum Evakuieren nicht einschätzen. Ja, wir können das kleine Lager hier unten noch machen und dann evakuieren wir einfach entspannt. Das können wir machen. So. Hast du noch irgendwie Sperrfeuer, irgendwas? Ich habe noch einen Orbitalschlag, ja. Okay. Den können wir da gleich in das Lager reinhauen eigentlich und dann. Die Zeit zum Evakuieren reicht auf jeden Fall. Mach's mal da. So. Hup. Ich glaube, das müsste reichen. Aber ich kann es null. Also der Orbitalschlag sieht immer übelst episch aus, aber. Ja. Ist nur ein Hit, ne? Ja. Okay, nee, das hat nicht gereicht. Also, einmal G. Nochmal G. Okay, Hammer. Diese Blitzwaffe verstehe ich ja gar nicht. Die musst du aufladen, glaube ich, ne? Der Bogenwerfer, glaube ich, ist das? Ja, drück da länger, aber es passiert nichts. Ja, aber also ich mag die Waffe auch überhaupt nicht, tatsächlich. Hast du noch eine Granate? Oder so? Achso, brauchen wir noch eine? Ja, da hinten ist eine. Ah, da hinten, lol. Okay, machen wir. Eine habe ich noch. Ah, hier sind auch noch Proben. So, dann rein da. Boah, der braucht ja übel lange. Für die Waffe? Ja. Also, der macht nur noch einmal bzzz und das war's. Und dann bounced das so ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist für die Kleinen halt ganz gut, aber da kannst du auch mit einem MG reinhalten eigentlich. Ja. Da hinten sind ganz viele. Ich würde sagen, wir evakuieren und während das Schiff kommt, 2 Minuten, können wir oben das Lager noch auslöschen. Okay. Dann mache ich die Evakuierung an. Jo. Ich droppe dir dann auch noch eine Gatling, eine Sentry. So. Hier hin. Oh lol. Fuck. So weit geflogen. Okay. Was denn? So, okay. Also ich lasse dich ganz gut, also wobei wir können, oh Leute, kommt richtig viel gerade. Ach, ich stehe dann schon ready, ne? Okay. Ja, das war so, glaube ich, meine erste Mission, die ich hatte. Da war ich nur 30 Sekunden drin und habe die instant gewonnen. Ah, echt? Weil irgendein Typ, genau wie du, schon hier da stand und alles gemacht hat. Also, achso, okay. So, je nach Schwierigkeitsgrad gibt es auch diese Mission, wo du irgendwie 150 Gegner ausschalten musst oder so. Am Anfang sind das, glaube ich, 25 oder also ganz, ganz wenige. Ja. Das geht dann auch ultra schnell. So. Ja, der Bogenwerfer sackt ja ultra ist. Ja, dann hauen weg da. Kannst du mir gleich sagen, ob du noch was anderes haben willst? Wobei, Maschinengewehr, glaube ich, hast du ja eh, ne? Das hast du ja vorhin schon geholt. Ja, ich hol mal noch mal was gegen was Großes hier. Okay. Ja, gegen den da. Ja, genau. So, 1 Minute haben wir noch. Ich renne ganz schnell zum Lager. Ich versuche da kurz eine Artillery Strike reinzuwerfen. Jo. Noch was sinnvoll? Oh, shit. Ich hole dich, warte. Ich bin so dumm. Ich bin gerade, dass ich Arme, Beine und alles verloren habe. Oh, Shuttle bricht ab. Okay, ich geh wieder zurück. Schön, weil du gerade gestorben bist. Shit. Warte. Oh, 6 Sekunden noch. Ich wusste nicht, wo ich spawne, ne? Tatsächlich. Ja, immer da, wo ich dich hinwerfe quasi. Ich war ja gerade auf dem Weg zu dem anderen Lager. Da wollte ich dich eigentlich mitnehmen, aber wir dürfen nicht so weit weg. Ankunftszeit T-30 Sekunden. Ja, dann gehen wir hier rein. Easy. Ich habe mich leider selbst raketisiert. Okay. Aber dann haben wir das. Ja, wir haben zwar nur 6 von 22 Proben, aber ist okay. Das war aber auch nur noch... Also die Mission ist ja nicht so kurz normalerweise. Ja. Okay. Und das Geld ist, als Budget bezeichnet wird. Pelikan 1, ich kann die Evakuierungszone sehen. Dann gucken wir gleich mal, was wir mit dem Schwierigkeitsgrad machen können. Das war jetzt... Die 2, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Rein? Ich bin einfach sofort rein in den Laden. Okay, dann gucken wir gleich mal. Perfekt. Guck schon mal.
die erste abgeschossene Mission. Auf geht's. Aber wie ist jetzt die Level-Geschichte? Also es ist tausendmal besser, den Schwierigkeitsgrad hochzustellen, ne? Genau, weil du halt mehr Loot rausbekommst, aber es wird halt auch, also alleine auf dem fünften oder sechsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, ist schon hardcore. Also da brauchst du dann auch wirklich sehr gutes Equipment. Yo. Auch wenn sie ja sagen, dass du eigentlich alles spielen kannst, das mag ich an dem Spiel auch ganz gern. Also egal, ob du jetzt die Anfangswaffe nimmst oder die letzte, die du freischaltest, die sind alle ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass du da immer krasser wirst. Aber ich finde, die Sekundärwaffen, die man sich droppen lassen kann, da ist schon ein Unterschied. Auf also, jeden Fall, also die ja. Kanone, die du jetzt hattest, ist ja einfach legit besser als der Raketenwerfer eigentlich. So, weil du hast ja viel mehr Schüsse, zumindest für die Gegner, denen du jetzt begegnest. So. Das stimmt, da hast du recht, ja. Ja, guter Punkt. So, ich habe auch noch nie einen nicht glorreichen Sieg gehabt, muss ich sagen. Genau, wir können jetzt den Schwierigkeitsgrad nicht ändern, weil wir noch mitten auf diesem Planeten in der Mission sind. Das heißt, wir müssen jetzt die andere Mission noch machen und dann können wir den Schwierigkeitsgrad anheben. Ah, lol. Okay, das wusste ich auch nicht. Ich bin einfach random rumgewandert. Also bei mir war es immer so, dass dann die Lobby waren dann zu dritt und dann sind die einfach alle random irgendwo hingegangen. Ja, da kann man teilweise die Mission unfassbar schnell abschließen, ne? Wenn jeder so irgendwie so seins macht oder es dann auch noch hinbekommt natürlich. Ach so, weil aber die zu den anderen Planeten gegangen sind. Nee, weil die auf der, also ich weiß nicht, sind die dann mit dir rumgerannt oder haben die, weiß nicht, der eine hat das Lager im Osten gemacht, der andere im Westen und so, weißt du, das meine ich. Genau, das hat sich so ein bisschen aufgeteilt, das stimmt, aber wir, du hast ja gerade gemeint, wir müssen jetzt ja immer noch bei den Planeten bleiben und dort alles erfüllen. Ja, und aber das geht, also das krass auf. Ja. Was wir machen können ist, du kannst auch gerne, also wir können uns auch gerne die andere Fraktion nach dem Planeten anschauen. Ich glaube, das müsste für dich schon freischaltbar sein, gucken wir gleich mal. Ja, ich habe noch nicht, also die Leute sagen auch, ich soll mir das Orbital-Ding und sowas freischalten. Aber ich weiß noch nicht ganz so. Hast du das Menü über R, hast du dir schon angeguckt? Genau, aber da habe ich jetzt nur Waffen gesehen. Genau. Ich guck gerade mal rein. Also ich sehe quasi nur Rüstung und Waffen, aber ich sehe noch nichts Orbitales. Genau. Für das Orbitale musst du zu dem Schalter hier hinten. Warte, ich folge dir. Du musst das Schiff verbessern, musst du, ne? Genau, beim Schiffsmanagement, da gehst du ran. Und dann hast du oben auf 2 hast du Taktikausrüstung. Und da hast du die ganzen Sachen, die du freischalten kannst. Also zum Beispiel oben Maschinengewehre, da ist auch die Panzerfaust drin und so. Ah, hier. Und da ist das Gatling-Orbitalfeuer. Okay. Genau, und da gibst du die Punkte, also jetzt auf dem Screen gibst du die Punkte mit dem R. In Gelb müsste das sein, genau. Die gibst du aus, genau. So, und dann brauche ich Level 5. Okay. Genau. Guck gerade mal rein. Ja, Panzerabwehr hast du, glaube ich, auch. Ich habe die automatische Kanone noch. Ansonsten sind das alles Sachen. Ich könnte halt ein Jetpack bringen, wenn du halt Bock hast, mal ein Jetpack auszuprobieren. Das habe ich noch gar nicht, also noch bei niemandem gesehen. Aber hier ist dieser Adler-Tieffliegerangriff, okay. Genau. Weil ich glaube, ich habe noch keine Hangar-Sachen mitgenommen. Da sind ja noch Slots frei die ganze Zeit. Genau. Also was, ich finde den Napalm-Luftschlag ganz gut, vor allem gegen die Insekten. Also die verbrennen halt auch da drin. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei der anderen Fraktion ist das, glaube ich, nicht so gut. Das heißt, den könntest du zum Beispiel mal ausprobieren. Aber das Krasseste ist die 500-Kilo-Bombe. Also die siehst du ganz unten, Adler, 500-Kilo-Bombe, die ist so insane tatsächlich. Ah, die habe ich schon gesehen einmal. Also ich war einfach verwundert, was das sollte. Ich dachte, jemand hat da irgendein riesiges Fass getriggert oder so. Ja, genau. Ja, okay, aber dann würde ich sagen, machen wir die andere Mission und können wir uns den anderen Plan, also die andere Fraktion mal angucken, wenn du Bock hast. Okay, aber ich will erstmal, dass meine Ausrüstung komplett, ich habe ja noch zwei leere Ausrüstungsslots. Wie viele Punkte hast du oben? Ich habe jetzt nur noch 1000, weil ich noch was ausgegeben habe. Okay, aber was hast du gekauft? Ich habe jetzt diesen Flieger geholt. Okay, aber den kannst du ja ausrüsten, wenn wir gleich im Port genau, sind. Genau, also den habe ich mir jetzt mehr gemacht. Aber es ist ja noch dieses... Genau, ich habe jetzt auf Midlambe gespielt, by the way. Ah, okay, nice. So, wie mache ich denn die Herausforderung schwerer, Leute? Oder muss ich erstmal hinfliegen und kann die dann schwerer machen? Was meinst du mit schwerer machen? Also die Herausforderung quasi
Erhöhen von Mittel auf, keine Ahnung, was das nächste ist. QE war. Ah, genau, genau. Aber dafür müssen wir jetzt, guck mal, du siehst ja hier auf dem Globus oben, siehst du ja jetzt noch die andere Mission. Die müssen wir jetzt abschließen und wenn wir dieses Segment, also dieses Areal fertig haben, dann können wir quasi den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Ach so, weil wir den Planetenmittel betreten haben. Genau, genau. Ah, okay, ja, dann ist GG. Dann tut's mir leid. Ja. Okay. Nee, dann ist ja in Ordnung. Dann ist es der und alles. Oh nee, oh, ah, scheiße, ich bin dumm. Warte, stopp. No! Also, wo bin ich? Was hast du? Warte, so jetzt. Okay, ey, wir waren schon richtig. Ich dachte, Escape drücken ist nicht schlimm, aber es ist schlimm. Okay. So. Also, es bleibt. Der ganze Planet bleibt jetzt Mittel. Genau, aber ist ja nur noch eine Mission, dann sind wir fertig. Okay, weil ja noch andere Standorte quasi waren. Genau. Hier müssen wir Stürmer eliminieren und ja, wir gehen einfach rein, da wo du Bock hast. So, dann. Guck mal, jetzt habe ich nämlich die Slots besser ausgefüllt. Wait, so. Entschuldigung, das war mein Fehler. Easy. So, genau, und was ist das Pentagon? Das Booster-Ding. Was ist das? Da kannst du doch. Ich glaube, also die Sachen kommen später erst. Ah, die hast du. Das, noch. Da können wir noch nicht. Genau, genau. Das ist chillig. Ich nehme mal Geschütze mit. Brandbeam mache ich nicht, da sterben wir beide dran. Das ist so. Und Orbitalsperr. Wobei Luftschlag kommt rein, ne? Also das ist natürlich cool für diejenigen, die natürlich dann mehr spielen. Dass du ja irgendwann diese ganzen geilen Kombos raus hast. Und für dich das ja einfach nur eine etwas kompliziertere Granate ist. Und das war's. Genau, richtig. Du kannst zum Beispiel einen EMS werfen irgendwann, dann können die Gegner sich nicht bewegen und dann kannst du da komplett gebündelt Artillerie draufpacken. Ich meine, auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, das geht... Oh shit. Alter, ich, was ist das für ein Zwan? Alter! Ich bin auch auf einem Berg. Ich slide oh, bist du nicht... Nee, ich... Ich bin gedroppt. What the fuck? Okay, hier sind unsere Freunde. Ich mach mal hier Sachen. So, ich mach auch Sachen. Oh, warte mal, den kenne ich noch nicht. Warte. Ich weiß gar nicht. Kommt jetzt in meine Richtung der Sperrfeuer? Dann bitte Orbitalfeuer! So. Oh, warte mal. Wenn man den trifft, trägt er die Granate weiter. Was denn? Was meinst du? Ich habe gerade einen Bug mit der Granate getroffen und der hat die getragen. Ach ja. Das ist ja geil. Das kann auch passieren, dass der denn zum Beispiel zu dir springt, wenn du da den Orbital Strike direkt auf den drauf wirfst und du dich dann selbst damit holst quasi. Ja. Ja, genau. Das hätte jetzt passieren können. So, ich nehme mal hier Granaten. Mhm. So. Perfekt. Und hier ist Munition. So, für die Shotgun ist richtig gut, ne? Ich finde die auch solide. Also hat jeder Einschuss. Ich glaube, die kleinen sind ein bisschen übertrieben, aber da wechselt man manchmal auf die Pistole. Ja. Aber so die standardmäßigen. Bei Maschinengewehr weiß man manchmal nicht, ob ich jetzt zu viel geschossen habe oder nicht. Mhm. So, ich gehe mal hinter den. Jo. Perfekt. So, dann hole ich jetzt nochmal das MG. So, oh, da hinten, glaube ich, kann man nochmal was reinwerfen, wenn du noch was hast. Ich hab keine Granaten mehr, aber ich mache das Orbital-Ding. Also. Ja. Ah, nee, warte. Oh, das ist ein ganz großer. Dann probiere ich mal den. Oh, oh. Ich probiere erstmal wegzurennen. Hm, ja. So. Schieß von hinten an. V. Okay, das hat geslowt. Hinter dir sind zwei. Danke. Oder die sind noch mehr. Boah, es macht gar nichts an dem. Ja, ja, das ist. Also, ich muss den von hinten treffen, ja. Lol. Er hat mir bei meinem gebaut. So, okay. Oh. Ah, hier sind ja richtig viele. Warte mal, da muss ich. Ich muss erstmal Abstand gewinnen. Aha. Und dann, Adler. Aua. Oh! Bop. Okay, also der ist ja ultra neu. Oh, wie der mich nervt. So, okay. Ich komme zu dir. Ja, ich brauche mit dem Großen die Hilfe gerade. Oh, der Adler hat ja gar keinen Cooldown. Aber ich glaube, der macht keinen Schaden da. Ich probiere es trotzdem. Ey, du musst den Adler aufladen einmal. Vielleicht. Ah, wobei, der Tieffliegerangriff, ja moin. So.
Ich bin tot. Oh. Ja, aber der dreht sich jetzt zu mir um, das ist ganz gut. Das war ein guter Tod von dir. Hat sich gelohnt. Weil er ist, ja, genau, er ist genau da reingelatscht jetzt dadurch. Wenn er nicht zu mir geguckt hätte, wäre das nicht geklappt. So. Und da. Perfekt. Ich lande auch, glaube ich, direkt drauf, ne? Auf den? Das weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst noch nachsteuern. Also, ich habe tatsächlich schon Verbündete getroffen. So, das geht sehr gut. Naja, hier nochmal ein paar Freunde von uns. Ah, warte mal, Nachschub war es, ne? Ja, genau. Ah, fuck, warte, ich muss wirklich. Ah! So, jetzt. Okay. Ja, meine Munition ist komplett alle. Aber du hast die Form, geil. Sehr gut. So, hier muss doch noch irgendwo. Muss doch noch ein. Sind nicht fertig hier, oder? Oder doch? Ist der Turm auf mich? Der ist ja übel angry. Also ja, also das Problem ist, wenn der halt irgendwie Gegner sieht, der schießt einfach drauf. Egal, ob du da, ob du dazwischen stehst oder nicht, das ist ein bisschen schwierig. Wir Ach, wir haben mal gemacht, das war der Boss. Ah, ich bin dumm. Ich dachte, hier, das leuchtet so. Und ich dachte, hier sind noch Löcher, aber es stimmt ja gar nicht. Ja, nee, das müsst ihr, das waren die Stürmer jetzt, genau. Soll ich die Kanone hier mitnehmen? Kannst du machen. Ich nehme den Rucksack dann wieder, oder so, ja. Kannst auch beides mitnehmen. Ah, okay. Sehr gut. So, dann machen wir das kleine Mini-Lager da oben. Da kann ich, da werfe ich auch noch mal kurz was rein, glaube ich. Noch mal kurz. Oder ist das so ein Mini hier? Oh, oh. Ich weiß, ist doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Jo, ich habe die Kanone. Oh, warte, warte, warte. Hinter dir, hinter dir. Oh, das sind viele, oder? Okay, das haut nicht hin. Ich nehme die Shotgun. Wir haben Alter, wie viele Explosionen sind das bitte? Ja. Okay, das ist geil. Der ist effizient. Dann mache ich da eine Granate rein. Gerne. So, sind wir weg. Reicht das? Nee. Nee, warte, warte, ich mach. Okay, warte. Okay, so, dann können wir jetzt. Wir sagen, wir gehen erstmal in den Südwesten, machen erstmal die Hauptmission und wenn wir dann noch Zeit haben, dann können wir immer noch woanders hin. Ja, aber diesmal haben wir eine halbe Stunde. Diesmal ist ja geil. Diesmal ist ja actually chillig. Das ist entspannter. Ich muss auch sagen, es sieht richtig gut aus, ne? Auch teilweise, also wo wir vorhin in diesem, also dieses Feuerähnliche da in diesem Lager, in diesem Nest standen, das sieht so schön aus an einigen Stellen des Game. Ja. Wie ist ja so, vor allem, ich bin ja ein bisschen irritiert, weil es ja halt diese Mittelklasse Preis hat von 40 Euro. So, das ist halt super, super solide gelöst. Ja. So, da hinten sind wieder unsere Freunde. Auch übrigens, je nachdem, was für eine Rüstung du hast, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, hast du auch unterschiedliche Attribute dann. Kannst du mehr Granaten tragen oder mehr Spritzen und so weiter und so fort. Das ist auch ganz cool. Aber da wurde mir gesagt, dass irgendwie Rüstung buggt ist oder so. Die ist buggy? Jo, also es ist aktuell nicht sinnvoll, eine schwere Rüstung zu haben, weil die Rüstungswerte anscheinend alle gleich sind. Ah, okay. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie den Typen, der schneller rennen kann. Ja. Also du hast die leichte Rüstung da, ne? Ja. Jo. Oh, Alter, wie viele hier kommen. Das kann man nicht grenaden, oder? Das ist einfach nur eklig. Ja, genau. Aber hier nee, genau. Hier können wir einmal kurz ran. Reicht das schon? Perfekt. Ja, das reicht schon. Weg das Ding. Und nehmen wir die denn hier sind die. Hier sind ganz oft Proben drin. Nehmen das alles mal mit und Übercredits. Die fucking Übercredits. Also. So die Supererde. Die Übererde, die Übermenschen, das ist einfach so krank, Mann. Die Wortwahl hier ist einfach gestört. Ja. So, ich habe noch vier. So, das wieder das nächste Lager. Guck mal. Der gelbe Lichtstrahl, warte mal. Oh, kurz. Wir haben irgendwas vergessen. So. Ah, da hinten. Oh, shit. Ja, ich gehe da. Ich loote noch was hinten. Du bist kurz alleine. Ja, ist cool. Hier ist ja noch super übersichtlich. Ich grenade wieder den nächsten Borrow. Ah,
Was sattelst du sonst gerade aktuell so? Du hast ja immer den einen oder anderen guten Geheimtipp irgendwie, finde ich. Ja, ich habe jetzt hier sehr viel Deep Rock gespielt. Deep Rock kam auch bei den Leuten echt gut an. Also ich bin da super irritiert, aber positiv. Ja. Ansonsten Balatro, das hässlichste Spiel der Welt. Aber, also die Leute haben mich ja übelst geknechtet, das zu spielen. Und es war wieder ein Banger. Das war total geil gemacht, hat übel viel Freude gemacht. Muss ja alles noch Early Access. Ist jetzt aber witzigerweise ab 18. Ach echt? Yo, die haben da irgend so ein Shit verloren. Dass das ja zu sehr ein Glücksspiel ähnelt, obwohl das ja eigentlich, also klar, die Karten und Poker ist natürlich so ein Glücksspielsymbol, das muss man einfach so sagen. Mhm. Aber es hat ja nichts damit zu tun eigentlich. Mhm. Ich will mal anschauen. Jo, weil du benutzt ja auch kein Geld oder so. Ja. Scheiße. Ich verliere jetzt einfach gegen zwei Pappbugs. Nee. Ich bin wieder da. So. Jetzt ist es geklärt. Warum? Ich habe gar keine Rüstung mehr. Genau, also ja, das ist auf jeden Fall super, super weird. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich noch ein paar kleine. Ich freue mich übrigens auf No Rest for the Wicked. Oh ja. Ja, da habe ich auch schon voll viel zu gesehen jetzt seit ein, zwei Tagen, ne? Jo, ich durfte das antesten. Und es hat übelst viel Spaß gemacht. Also das ist so, du kriegst halt gute Souls-like-Vibes, was ganz geil ist. Mhm. Und es soll auch Koop einfach da drin geben, was ich auch wild fand. Ja. Weil es hätte, also es ist etwas, was ich gar nicht angefragt hätte. So, es hat sich so als schönes Solo-RPG angefühlt. Oh! Ich habe keinen Schaden gekriegt, basically, aber. Ja, geil, okay. Der Knockback ist für uns, ne? Genau, also da freue ich mich übelst so drauf. Mhm. Elden Ring ist natürlich klar, ne? Aber da ist noch die Duration ein bisschen zu lange. Ich bin gerade in meinem ersten Playthrough, tatsächlich. Oh, du hast gut. Wisst ihr, so eine Erfahrung kann man nicht, also würde man gerne wieder nochmal machen. Mhm. Das ist geil. Was spielst du? Ich habe mit Katana angefangen, tatsächlich. Und es macht mir auch, also ich liebe den Blutungsschaden. Ich glaube, das ist auch mit das Einfachste, was man wahrscheinlich am Anfang machen kann, oder? Jo, Katana ist in allem gut. Ja, so, okay. Also generell kannst du jede Waffe spielen, aber du hast halt, nicht jeder Gegner wird bluten. Aber grundsätzlich bist du halt gegen enorm viele gut ausgestattet. So, warte mal, das müssen wir jetzt koordinieren. Also der ist da hinten irgendwo, ne? Aha, ja. Die Getting hat fast keinen Schaden gemacht, aber ich habe noch das Orbital-Ding. Mhm. Das bedeutet, ich würde mal Folgendes tun. Ich würde mir da ein Gatling-Geschütz machen, dann können wir zumindest hier zurückziehen. Hat das Schaden gemacht an dem? Wo ist der? Siehst du ihn schon? Was meinst du? Hat das Gatling? Nee, nur für die kleineren. Ah, okay. Wo ist der Typ? Ja, das ist eine gute Frage. Das normal, Leute? Ja. Er muss hier irgendwo sein. Warte mal. Vielleicht hier hinter dem Gebäude? Warte mal, ich geh mal kurz gucken. Okay, ich höre Bossmusik. Ist der in dem Krater drin? Ja, ich glaube schon, ne? So, genau, Enshrouded, Leute, habe ich natürlich auch schon gespielt. Also Enshrouded, Palworld, Nightingale, die habe ich alle getestet. Ja. Oh, warte mal, wobei ich sagen muss, ich fand Enshrouded richtig gut. Jo. Muss ich sagen. Ich fand also das Kampfsystem irgendwann zu langweilig. Also machst du halt legit wirklich nur das Gleiche. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Ich hätte ja auch gerne, also ich brauche immer einen Speer. Oh, da ist er. Warte mal, der ist übel, der chillt. Oh ja. Warte, dann werfe ich da auch noch was drauf? Oh, shit. Alter, wieso ist das so weit hinten? Oh mein Gott. Oh, wo bin ich? Oh, ich lebe noch. Hey, warum lebe ich noch? Na gut. Dann spritze rein. Ich renne ein bisschen weg vor dem. Ja, schieß in sein Hinterteil. Du machst das super. Ich renne im Kreis. Das ist meine Stärke. Aber wir treffen ihn so nicht, ne? Naja, also. Jetzt kann ich ihn treffen wieder. Jawoll. Das sind die Dark Souls Skills. Er ist fast down. Oh, okay, das war fies. So, ich nehme Drogen. Aha. Ich habe nur noch ein Magazin. Das ist ein bisschen belastend gerade. Oh, doch, ein bisschen Nudel der, wenn ich in den Arsch schieße. Ich kann nochmal, meine große Waffe. Kannst du nochmal gleich rumzirkeln? Also lass dir Zeit, easy. Warte mal, die Kleinen können auch Unterstützung holen. Ah, nice. So. Sehr gut, Leute. Na, einer hat die Waffe, der andere ist der Köder.
Deswegen habe ich auch den schnellen Typen genommen, na, damit ich schneller wegrennen kann. Einfach genial. Aber das liegt doch super. So, können wir eigentlich theoretisch. Wir können auch zwei Gebiete unter uns machen und können wir eigentlich immer raus. Oh. Oh, er ist größer. Oh, oh. Alter, der ist ja ultra-tanky. Ja. What the fuck? Alter. So, jetzt wir hätten wieder einen Durchbruch hier, ne? So. Aha, okay, ja. Ups, was war das? Ich war das nicht. Deine Granate. Aber nicht meine, ich habe gar keine geworfen. Hä, was war das für eine Explosion? Habe ich eine Granate geworfen? Nee, eigentlich nicht. Nee, ah, nee, automatisch. Nee, ich weiß nicht, was es war. Ich habe keine Ahnung. So, aber du bist wieder. Würde ich das letzte Mal sein. Also steht bei mir 3 von 4, das ist ein bisschen sus, aber das stimmt ja nicht. War meine? Oh. Ja, die Leute. Einfach sofort O7. Einfach Asimov, okay. Ist schuld. Aber ich habe jetzt deine Waffe, das ist ganz gut. Und das freut mich. Ja, wir gönnt ihr. Hast du die, haben wir die Proben oder hatte ich gar keine? Warte mal. Also wenn, dann habe ich die alles eingesammelt, ja. Wir teilen uns das. Nehme ich aber die Shotgun. Ne? Ja, ist die Shotgun, war das deine? Ja. Die Kipplauf, Schrotflinte, ist die okay? Die habe ich noch nie gespielt, tatsächlich. Also kannst du mal probieren, so. Ich finde die ganz cool. Also auf die kleinen Schießen ist es irgendwie weird, aber auf die anderen ist immer One-Shot. Und dann, ich habe manchmal das Gefühl, dass das mit Maschinengewehr nicht einschätzen kann, wann diese mittleren Gegner, sag ich mal, tot sind. Ja. Ich schieße auch noch viel zu oft drauf, auch wenn die schon am Boden liegen gefühlt. Aber die bewegen sich auch oft noch, die zappeln dann ja noch kurz. Ja, genau. Das ist so ein Death-Zappeln oder so ein richtiges. Weißt du? Ja. So, hier ist das kleine Lager, das können wir schnell wegmachen. So. Genau. Ich habe noch die Granaten. Ich habe noch 3 Granaten. Ich würde mir halt Bloodborne irgendwann mal mit also als Remake wünschen, tatsächlich. Das wäre geil. Da bist du nicht der Einzige, tatsächlich. Mhm. Aber das, also anscheinend gibt es die Gerüchte, dass sie jetzt, dass entweder ein Remake gerade gemacht ist, weil Souls-like-Leute eingeladen worden sind von Sony. Oh, okay. Oder es ist halt ein neues Spiel. So, das kann quasi auch sein. Was würdest du dir denn wünschen jetzt, nachdem wir in Elden Ring da so eine riesige Open World hatten? Was gefällt dir persönlich denn besser? Eigentlich finde ich beides exakt gleich gut. Also Elden Ring hat ja gezeigt, dass es geil sein kann, ja. Souls-like mit einem Open World zu verbinden. Aber ich versuche möglichst wenig mit Elden Ring zu vergleichen, weil es einfach so unfair ist. Ja, so. Ich weiß, was du meinst. So, ich versuche dann zu gucken, eher, wenn jemand ein neues Souls... Also ich spiele ja quasi alle Souls-likes, die rauskommen. Und da gucke ich so, was halt deren Idee ist. Weil du musst dir ja vorstellen, du gehst ja quasi in ein, oh lol, das in ein Gefilde rein, wo halt der größte Platschhirsch der Welt drin ist. Mhm. Und dann willst du halt ein eigenes Souls-like kreieren und das brauchst du halt super viel Kreativität, um wirklich eine coole Idee zu haben. Das stimmt. Und das, ich bin gespannt, wie es jetzt hier... Jetzt kommt auch Rise of Ronin, glaube ich, kommt auch raus, ne? Ist das nicht von den Neo-Machern? Ja, das habe ich auch quasi. Und Wukong, Black Myth oder sowas, das auch. Oh ja. Genau, die sind auch quasi auch schon alle auf meiner Liste. Warte, ich muss kurz was trinken. Und dann, also im Prinzip hoffe ich jetzt ganz viele kleine Souls-like zu haben, bis das DLC da ist. Ja, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch erst im Juni kommt. Also klar, es ist übel großes DLC, freue ich mich auch drauf. Bis dahin schaffe ich es dann, glaube ich, auch. Jo. Aber ja, also einige haben mir gehofft, dass es ein Shadow Drop wird so ungefähr, aber es ist glaube ich nicht typisch From Software, ne? Also ich glaube, die arbeiten ja schon gerne mit Hype und also auch zu Recht. Das soll ja das coolste DLC, glaube ich, sein, was sie hier gebracht haben, oder? Von dem reinen Volumen ja, und From Software ist tatsächlich bekannt dafür, sehr gute DLCs zu machen. Ja, also die sind preislich absolut überschaubar, so wenn ich diese 40 Euro sehe, denke ich, hey, wieso nicht 60? Was ist da los? Ne, weil es ja basically für andere wirklich ein vollwertiges Game ist. Und der Schwierigkeitsgrad wird immer, also wirklich ver-x-facht. So, das ist so das richtig Krasse. Also alle FromSoft-Titel, die ein DLC bekommen haben, du gehst in das Gebiet und wirst halt nur destroyed. Und Miyazaki hat auch schon gesagt, das ist so... Also Melania, so der schwerste Boss in Elden Ring, das wird dann wohl so ein Standard sein. Wow, okay. Und bisher war es auch genau so, jedes Mal. Also, gab es denn DLC zu Sekiro damals? Nee. Es gibt einige wenige, wo es keins gibt. Sekiro gehört dazu.
Okay. Aber Sekiro ist auch an sich so rund, dass es fast schon nicht nötig ist. Ja, das stimmt schon. Mhm. Ja. So. Die ganze Angst, dass wir geflankt werden irgendwie. Aber hier unten sind nur die kleinen Viecher. Aber wenn wir gleich mit dem Schwierigkeitsgrad hochgehen, das wird dann schon wieder knackiger. Aber wenn wir alle einen Turm haben, ist doch okay. Nee, warte mal, das geht dann gar nicht. Doch. Also du könntest jetzt auch nochmal Türme holen, theoretisch. Ah, okay. Ach so, weil wir uns die anderen Commands sharen. Genau, wir teilen uns eigentlich nur Verstärkung und Nachschub. Das war's. Okay. Also all die anderen Sachen, die du hast, die sind alle, das sind quasi alles deine Cooldowns. Ah, okay. Munition alle! So, ich brauche Nachschub. Nee, haben wir nicht, schade. Dann Maschinengewehr. Oh. Einer. Hello. Okay. Oh, das Nachladen ist komplett ass. Ja, das dauert richtig lange. Es gibt auch ein Maschinengewehr, wo du halt dabei laufen kannst, aber das haut halt nicht so rein. Ich glaube, das Magazin ist noch kleiner. Aber das MG ist schon cool, finde ich. Oh, ein Schaden ist geil. Hm. Das heißt, welche Boss hast du schon gemacht in Elden Ring? Oh, ich bin jetzt, nach der Akademie bin ich jetzt, hier, ich habe jetzt die Mission angefangen mit dem Turm da, wo ich den Drachen kurz bekämpfe. Ja. Und ich bin jetzt quasi, ich habe den Namen vergessen, von der Stadt, die unterirdisch ist. Die sieht richtig schön aus. Als ich da mit dem Fahrstuhl runtergefahren bin, dachte ich mir so, wow. Das hat tatsächlich auch bei vielen für Eye-Plopping-Moments gesorgt. Man hat ja so Limgrave gesehen und vielleicht sind einige schon wie du zu hier quasi nach Hogwarts schon gegangen. Und dann auf einmal merkst du, what the fuck, es ist noch eine gesamte Karte unten. Mhm. Das war für die meisten kompletter Mindfuck so. Da ist dann noch richtig viel. Aber ich glaube, du bist dann jetzt Level, wenn du zuerst bei den Mages quasi warst und jetzt da runter gehst, wirst du es wahrscheinlich dort leichter haben. Ja. Also ich habe zuallererst die ganz südliche Insel gemacht, also über die Brücke, dann Richtung Akademie und da links komplett so die, also ich habe wirklich viel auch erkundet, weil ich immer das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas. Jo. Und es wird auch so sein, klar. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Schwierigkeiten mit den Schmiedesteinen irgendwie. Ich wollte die ganze Zeit die Waffen upgraden, aber irgendwie haben mir welche gefehlt. Dann habe ich zwei Minen gemacht, zwei, drei Minen und jetzt habe ich die Waffen zumindest schon mal auf 12, glaube ich. Jo. 10, 12, das ist ganz gut eigentlich. Ich muss an die Knowledge auch, also wenn du das, wenn du einmal den Chat fragst, also irgendwas, es weiß ja immer irgendjemand die Antwort. Ich finde das so krass bei Elden Ring, also ich glaube, das ist generell bei From Software Games, oder? Dass also, die Leute sehr passioniert sind. Genau, also da muss man halt gucken, so jeder geht da ja quasi anders mit der Community um, weil natürlich Backseat Gaming bei 200.000% ist bei so einem Spiel. Aber die Grundknowledge ist schon mal sehr, sehr geil. Notfalls kann man auch, also die Wikis und Fextra Live sind ja so gut gemacht. Oh ja, das stimmt. Deswegen ist es kein Ding. Ja. Aber ich fand es immer ganz nice. Du hast halt, glaube ich, 500 Waffen oder sowas in dem Spiel. Deswegen, also jeder kann da halt zocken, was du willst. Fast alle. Also es gibt natürlich einige, die wirklich turbo-busted sind. Mhm. So. Und Katanas wurden ja zum Beispiel auch sehr, sehr viel genervt, actually. Ah, okay, das gar nicht. Aber ich glaube, den größten WTF-Moment hatte ich, wo ich an diesem einen Fluss diesen einen Samurai da getroffen habe. Und dann hat einer randomly geschrieben, so, ja, kill den mal. hab ich gemacht und dann habe ich halt auch seinen Katana bekommen. Der mit so einem komischen Helm. Ja, genau, der ist ja übel lang. Also du hast ja gar keine Probleme, was Range betrifft. Ja. Und das dachte ich mir auch so, okay, wäre ich nie auf die Idee gekommen, einfach einen NPC umzuholzen. Aber gut. Denn, also, story-wise hättest du das am Ende wahrscheinlich eh gemacht. So, deswegen. Also, es ist jetzt nicht so schändlich, das zu tun. Zumal die wichtigsten NPCs, da kannst du nicht attacken. So, es gibt dann so Zonen, wo du gar nicht angreifen kannst. Okay, verstehe. Deswegen, also, du kannst nicht super krass falsch machen, wie bei anderen Spielen. Ja. Bring da ruhig alle um. Ja. Das ist ein Matter. Ja, genau, die Rani-Questline ist das, ne? Ja, genau. Die Rani-Questline. Aber wie ist das, wenn ich jetzt blind spiele, ich werde wahrscheinlich viele Missionen nicht machen können, oder? Also im Sinne von, dass ich die richtige Reihenfolge wähle oder so. Also höchstwahrscheinlich ich will halt nicht.
Also, ja. Also ich, mir wurde gesagt, einige haben es hinbekommen. Also einige haben es die Rani-Quest normal geschafft und den Leuten actually zugehört und sowas. Aber der Standard-FromSoft-Quest-Moment ist, du triffst einen Random-Typen, hoffst, dass du an den an dem Random-Location wieder random triffst, obwohl du teilweise dafür übelst hart backtracken müsstest. Normalerweise hast du ja so das Gefühl, du warst schon irgendwo. Warum sollst du da zurückkehren? Und FromSoft sagt, der ist dort. Und es ist so bad. Es ist also ganz schlimm. Aber die haben das auch viel geändert. Zum Beispiel hat es echt ein paar Patches gebraucht, ehe die zum Beispiel die Charaktere auf der Map zeigen. Das war vorher gar nicht. Ah, okay. So, also nur solche wilden Sachen. Ich bin mal ganz kurz ein Käffchen holen. Ich bin gleich wieder da. Jo, Ascha. War ich auch. Noch 10 Sekunden. Bin da, sorry. Aber ohne Kaffee ist der Mensch nicht überlebensfähig. Auf jeden Fall, ey. Meiner läuft gerade noch durch. Was du jetzt machen kannst, du könntest theoretisch jetzt auf die andere Seite gehen. Also wenn du einmal aus diesem Menü rausgehst, auf der linken Seite haben wir quasi eine ganz andere Fraktion. Da wurde mir gesagt, das ist hart. Gehen wir da trotzdem hin? Ja, oder? Ja, also ich will das sehen. Ich bin ein großer Freund von Sehen und Lernen. Ja, dann lass rein da. So, warte mal, hier ist ja übel viel befreit. Hier unten. So, genau, und dann, da könntest du jetzt noch einen Schwierigkeitsgrad hochstellen, musst du aber nicht. Also, lass mich ganz kurz überlegen. Wir spielen auf welchem? Auf dem dritten? Warte, wir können jetzt auf anspruchsvoll spielen. Ja, ich würde sagen, anspruchsvoll kriegen wir hin. Okay. So, dann ist egal, welche Mission wir hier nehmen? Ja. Kannst du dir aussuchen. Also, die ähneln aber sich ja eigentlich auch alle. Zerstören. Warte mal, hier ist... Achso, nee. Ich dachte zuerst, man kann da nicht sehen, was da passiert. Okay. Dann, anspruchsvoll. Sprung eingeleitet. Kaffee eingeleitet. Aha. Maxim kann doch keine Shooter. Leute, Traum. Ich habe hier Asmode über mir. Das sah gut aus, oder? Das stimmt. Wusstest du übrigens, wie cool ich gerannt bin. magst du mal kurz nach vorne kommen? Ja, warte. Warte mal, wo ist vorne? Also, ja, hier hinten. Ja, hier hinten. Komm mal kurz nach vorne, wo ist das? Ja, hier hinten. Ja. Wenn du jetzt hier rausguckst, all die Raumschiffe, die du siehst, das sind andere Spieler, die gerade irgendwie Orbital Strikes auf dem Planeten ordern und so. Also das ist Realtime, actually. Ah, das wusste ich nicht. Siehst, ich dachte auch, das ist voll nice, oder? Ja, ist wirklich nice. Da ist gerade einer explodiert, das ist auch normal. Ja, Mission gescheitert, würde ich sagen. Oh lol, dann explodiert dein Schiff. Das ist ja geil. Du hast verkackt. Oh, wobei, das kann ja sein, wenn du so ein Flakgebäude nicht schaffst zu zerstören. Die schießen hoch. Ja. Oh, das ist ja krass. Der hat das geil gemacht. Dann los. Ab in den Pott. Weil ich hätte gedacht, das ist nur einfach so random hingemacht. Ja. Ich find's ganz, ganz cool, so von der Immersion her. Da soll ja auch dieses Gemeinschaftsgefühl auch gestärkt werden, ne? So dass alle den Planeten retten wollen. Aber das wäre ja cool, wenn man es halt völlig übertreibt. Also wenn das einfach, dann, weißt du, dass es so einfach kacke aussieht am Ende, dass dann wirklich 5 Millionen Schiffe da sind. Das ist tatsächlich jeder spielt. So, brauche ich den Raketenwerfer? Der wäre nicht schlecht, ja, kannst du nehmen. Okay, weil ich kenne ja die Roboter gar nicht. Weiß nicht, ob das Thema bei denen gepanzert ist oder so. Oh, warte mal, wir haben hier was Neues. Blick auch gerade. Nehme ich einen Napalm mit? Was ist dieser Atompilz? Den hat man jetzt einfach an sich bekommen, oder was? Hast du den gerade ausgerüstet, oder was? Der ist bei mir oben in der Ausrüstung. In der Standardausrüstung ist der drin. Vielleicht mal, muss ich gleich mal gucken. Der war vorhin nicht da, Leute, oder? Es kann sein, dass da angezeigt wird, dass man die Heldenbombe nutzen kann, weil bei einigen Missionen musst du quasi mit einer extra Bombe, in Anführungsstrichen, bestimmte Gebiete in die Luft jagen. Okay. So, Rums. Oh ja, der Planet ist schön. Oha, direkt vor der Kanone. Oh ja, stimmt. Dem übelsten Lauf hier. So, aber das können wir doch gleich füllen, das Ding, oder? War das nicht auch eine Mission? Genau. Paket wird abgelegt. Warte, der ist aber noch nicht an. Warum geht das noch nicht? Warte, müssen wir mal kurz ans Terminal gehen? Das war, glaube ich, aber woanders, ne? Warte mal kurz. Hier ist ein Terminal. Ah, ich glaube, jetzt ist es. Aha. Jetzt kannst du es reinmachen. Paket gefunden. Ja.
So, ja, jetzt müssen wir nur laden. Aber hier ist geiler, weil ich hatte das schon mal gehabt. Da hat, glaube ich, auch ein Abonnent quasi mit mir da geholfen und sowas. Der hat mir dann die Sachen markiert, weil es übel dunkel war. Ah, okay. Das war dann nicht so cool. Aber ich glaube, man konnte dann die Artillerie jetzt benutzen, kann das sein? Mhm. Ist natürlich die Frage, macht die Munition, die wir rein tun, macht das einen Unterschied? Also ich glaube, wir müssen sie für die Mission an sich einmal befüllen. Aber es wäre ja übel krass, wenn die Reihenfolge wichtig wäre, weil das ist ja hier teilweise panzerbrechende Munition. Ach so, nee, ich glaube, das ist irrelevant, glaube ich. Okay, weil das ist ja übelst krank. Das macht einen Unterschied, sagen die Leute. Echt jetzt? Okay, ja, stimmt, weil jetzt liegt hier noch ein Statikfeld und das war's jetzt, ne? Wir haben nur 5 Schüsse. Ah, das ist ein Static Field. Okay, das ist keine panzerbrechende. Okay, ja, dann müssen wir jetzt damit umgehen, Leute. Rot macht mehr Damage. Ah, okay. So. Das ist witzig. Signalstärke ist auf 100. Jawohl. Und das Ding können wir jetzt benutzen, wie so ein Spell, oder? Ich glaube, das feuert jetzt automatisch ab, ne? Nee, wir können jetzt hier die Artillerie nutzen. Ah, ja, stimmt. Ja, genau. Über die 5, genau. Cool. Nice. Dann hole ich kurz hier. Ich glaube, hier sind die ersten Terminator. Die hab ich noch gar nicht. Oh. Die sehen geil aus, ne? Da musst du schön in die Brust schießen. Okay, das mit der Schrotflinte natürlich schwierig. Die Schrotflinte sagt nicht, wo sie schießen. Ja. So. Hier sind ein paar gedroppt gerade. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das könnte ein bisschen knackiger werden. Aber packen wir. Ah, das ist ein AT-80. Ja, genau. Da musst du hinten, also den Fahrer musst du von hinten attackieren. Genau. Okay. Ist ja hat mir schon Munition irgendwo? Ich hole mal schnell Munition. Alter, die Gatling. Oh, ja, er schießt auf dich einfach, ne? Holy nee, er hat über meinen Kopf geschossen. Also. Okay. Ich stand genau richtig. Ui. Genau, wir nehmen gerne Moon mit. Und dann würde ich sagen, Alter, hier so viele große gerade. Ich kann in ein paar Minuten, kann ich dir auf jeden Fall nochmal das große Gewehr holen. Jo. Alter, die hat so viel Sichtrange. What the fuck? Wollen wir hier das kleine Lager machen? Jo. Das ist hier direkt nebenan. Ich würde gerne mal die Artillerie testen, aber wahrscheinlich ist das limitiert, oder? Also probier ruhig, mach ruhig. So. So. Bup. Mini-Atomwaffe, okay. Okay, da gehe ich mal weiter weg, oder? Ich weiß nicht, wie groß der Radius ist. Er ist groß. Also, der Bunker ist gone, Leute. Wir haben es geschafft. Also er ist komplett gone. War das richtig? Das wirkt irgendwie. Ja. So, war okay. War ein kleines Lager. Oh, hier liegen auch Minen rum. Müssen wir aufpassen. Jo, die habe ich auch mal nachts entdeckt. Mhm. So, Demokratie verteilen. Sehr gut, Leute. Wir müssen noch mehr Demokratie verteilen, tatsächlich. Wenn die Gegner so weit weg sind und man Schwierigkeit hat, die zu erkennen, kannst du Mausrad reindrücken, kannst in den Zoom gehen. Mhm. Okay, Mausrad reindrücken ist halt schon, das ist schon ethisch anfechtbar. Aber, mach mal. So, wer bist du denn? Wunderbar. So Angst, dass wir geflankt werden, weil es mit den scheiß Bugs die ganze Zeit so war. Ah, da kann ich das Ding benutzen. Wäre das dann nice. So, du nennst dich was denn, was hast? Ah ja, genau, das MG. Mhm. Das ist ja geil. Nicht gut. Oh, komm, komm mal machen. Okay, so. Dann sind wir hier fertig. Dann haben wir hier links noch Proben. Und dann würde ich sagen, ja, lauf erstmal in den Westen. Ja, ich folge dir. Eigentlich einfach wieder zurück hier. Warte mal, ist das ein Speer? Ach so, ja, schade. Ich dachte, man kann so vorausscouten oder so. Ah, Die Demokratie braucht mich. Mein Körper für Supererde. So. Ah, da hinten sind unsere Freunde. Okay, dann hol ich auch mal einen Gatling runter, glaube ich. Wir benötigen ein Geschütz. So. Oh, die landet fast auf dem. Gucken wir mal.
Ja. Oh, die Hunden, oh no, die Hunden Unterstützung. Scheiße. Woran erkenne ich das, dass die Unterstützung kommt? Bei den anderen war es so dieses Gaszeug. Der hat gerade mit einer nach Lichtrakete nach oben geschossen. Aha, oh, das muss. Okay. Ja, ich muss kurz raus, leider. Ich verstecke mich jetzt hier. Ja. Und dann. Warte, ich mach mal. Fliegen wir aber hier. So. Oh Gott. So. Hey, es tut mir so leid, ey. Alles gut, alles gut. War auch ganz ruhig. Geil, sehr gut. Ich muss jetzt einfach runterspringen, das Auto umparken. Ah, dann ist die Tür zugefallen, das heißt, ich muss nur noch außen rumlaufen. Nein. Okay, also Best-Case-Szenario eingetreten. Ja, komplett lost, ey. Aber das nächste Mal muss ich 18 Uhr umparken, also geht's. Das wird quasi die Eingangstür wird neu gemacht und dort, wo der Parkplatz von Instinct ist, ist die Eingangstür. Ah, okay. Und ich wusste nicht, dass die heute das machen. Oder keiner wusste es. Es war auch so witzig, weil einfach... Irgendwann sind wir einfach die Treppe runtergegangen, da war einfach eine neue Tür drin. Von einem Tag auf den anderen, das muss ich mir vorstellen. Das ist so wie, das könnte auch eine übelst geile kriminelle Masche sein, so. Einfach die gesamte Eingangstür war weggesprengt, weißt du? Das war einfach irgendwie weird. Aha. Willst du die Höllenbombe starten, oder was? Warte, ich bin raus. Aber einfach rangehen. Einfach ran und dann... Ach, das ist die Höllenbombe. Ah, geil. Scharf machen, genau. Ich nehme das? Ah, warte, hier ist das Feld. Bup, 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 bup. Fertig. Okay, da müssen wir jetzt weggehen, I guess. Die Höllenbombe. So, und dann hier nach oben, genau, da gehen wir dann hin. Das wird jetzt geil aussehen. So, oh, what the fuck. Ja, das ist ein Atompilz, Leute. Es wäre geil, wenn es uns trotzdem wegschleudern würde, einfach egal, wo wir stehen. Wait a second, wir sind noch nicht fertig, oder was? Ob ich die... Warte, die Explosion war doch gigantisch. Aber das war das Labor, oder? Nee, wir müssen die landen. Ja. Ach, du meinst, wir haben die Labor-Quest nicht erfüllt? Da ist ein Gebäude übrig. Warte, ich hole nochmal die Bombe. Das war das letzte Gebäude hier, oder? Ja, ach, komm mal. Stell dich schnell scharf. Ja. Ich habe ja noch eine Probe eingesammelt. So geil, dass die Gebäude so aus Stahl aussehen und dann guckst du auf das Grundgerüst, einfach Holz. Er ist einfach lost. Ich sehe. Oh ne, es ist an der Wand, oder? Ja. Okay. Warte mal kurz, ich muss mir das merken, warte. Links, links, oben, unten, oben, oben. Ich übernehme das Terminal. Kann mir nichts merken, oder? Scheiße. Ich bin am Terminal. Oh, das ist unlucky, ey. Was sind die letzten zwei? Warte, okay, oben, ne? Ja, okay, oben. Ach, du konntest das nicht sehen. Nein, weil das in der Wand war. Ich konnte quasi nicht. Oh mein Gott. Ich dachte zuerst, du kamst quasi gar nicht ran. Aber na, genau. Okay, hier unten. Können wir noch mal, oh, da können wir noch was richtig Großes reinwerfen. So. Kam der? Ja. Oh ja, der kommt. Da hinten. Packen wir die mal schon mal hier. Schöner reinlaufen jetzt. Ja, die Gatling bringt ja gar... Oh shit, Alter, der hat mich richtig gemacht. So. Das ist ein bisschen viel gerade, ne? Wir benötigen ein Geschütz. Wee. So. Bereit zu befreien. Befreien ist unser Thema, Leute. So, ich versuche mal hier ein bisschen was Orbitales. Mach mal. Sag, Napalm geht doch bestimmt auch, ne? Mal dahin, so ein Präzisionsschlag. Oh. So. Ah, okay, also gegen die ist tatsächlich... Oh, Alter, das hätten wir die Hölle da nicht. Also hier hätte ich gerne so eine Ranged Weapon, muss ich sagen. Statt die Schrotflinte. Ja, wir können tauschen. Kannst du dir mal angucken. Weil du musst ja auch gucken, was für Waffen du dir später holst dann. Jo. Werf dir die gleich mal hin. Ja, ist auf jeden Fall absoluter Trash von hier aus. Entschuldigung. Wie kann man... mit X kann ich fallen lassen, oder Chat? Ich glaube mit X, warte mal. Nee, aber meine normale Waffe kann ich nicht fallen lassen.
Also, müssen wir gleich also ich kenne eine Methode, wie es gehen würde. Aber die wird dir nicht gefallen. Okay, wer will wen zuerst umschießen? Ja, genau. Ich finde, wir können das natürlich sehr stylisch noch mit dem mit der Versorgung machen. Aber ich hole mir einfach die Panzerabwehrgeschichte erstmal. Mhm. So. Scheiße, ich habe jetzt ein Maschinengewehr extra rausgenommen, weil ich dachte, wenn es so Metallgegner sind. Ja, ich glaube, das MG, ich glaube, das ist schwierig. Ah, guck mal hier. Hier. Ja, ich habe jetzt hier getauscht. Ja, die Waffe kannst du mal nehmen. Die Breaker müsste das sein. Geil, danke dir. So. Die Munition ist ja allgemein, ne? Das ist geil gemacht. Mhm. Haut einfach für jeden hin. Also die Standardmunition. Ja. So, da hinten ist noch einer. Gibt es irgendwas Größeres? Na, hier ist nur so ein kleines Lager noch. Ich bin leer! Scheiße. Was denn? Oh, sorry, ich bin so scheiße. Oh, Alter! Ich hab einfach alles verfehlt! Und dann hab ich dich gesorgen. Das sah so kacke aus. Du, der Raketenwerfer ist übel wabbelig. Mhm. Der braucht richtig lange und dann bist du den richtig anvisiert. So, wir müssen hier wieder eine Höllenbombe rufen. So. Aber die Artillerie ist dann quasi dazu da, um die Landungsschiffe zu zerstören, Leute? Ich glaube, du kannst das einfach so einsetzen. Also zu jeder Zeit quasi. Das ist einfach ein Bonus. Ja, genau. Ah, okay. Dann ist es chillig. Aber so eine Map, muss ich sagen, mag ich. Also wir haben hier super viel, super große Übersicht. Das ist mir voll, ist viel angenehmer als irgendwas Nachtmäßiges oder so. Ja, gebe ich recht. Können wir dann noch looten, wenn das jetzt explodiert? Weil vor uns lagen da auch noch ein bisschen Proben und so rum. Ist das, ah, da hinten oder was? Nee, ich meine dort, wo jetzt die Explosion kommt. Ja, müssen wir, ja, können wir noch looten. Strahlung gibt's hier nicht. Nee, okay. Weil vor uns lag da noch was, aber das ist nicht so geplant eigentlich, ne? Offensichtlich. So, oh, das war ein oh shit. Kaffee verschüttet? Ach, Leute. Nee, Kaffee geholt. Geil. Was denn? Nee, ich dachte, jetzt Kaffee verschüttet, weil ich habe nur oh, nee, shit, oh shit gehört. Ja, mein Vollautomat hat sich gerade. Kennst du, wenn die Maschine irgendwann einfach ausgeht und dann stimmt meine Tasse schon noch drunter? Oh lol. Dann haut er da diese Suppe mal rein, weißt du, was ich meine? Ja. Das wollte ich verhindern, deswegen bin ich gerannt gerade, ey. So, hier seid die Granate? Warte, ich brenne. Okay, die ist geil, man kann echt reloaden währenddessen. Das ist chillig. Okay. Hier gibt's richtig viele Proben, die nehme ich mal mit für uns beide. Es ist übrigens geteilter Loot, also wenn wir die einsammeln oder ich die einsammle, dann hast du die auch automatisch. Jo. Oh shit, sind da viele. Ja, die schießen aber aus 100 Kilometern schon. Adler ist da drin? Mach ich noch einen Adler rein. Machen einen Adler links, einen Adler rechts. Aha. Schön synchron schießen. Magazin leer! Alter. Irgendwie war dolle, keine Ahnung. Also so viele Kills habe ich nicht gemacht gerade. Nö, nee, okay. Ich mache mal noch ein Orbital-Gedöns. Ja. Dann. Jawohl. Alter. Aber es lohnt sich gar nicht, ne? Die sind jetzt tatsächlich alle schon tot. Das ist aber ordentlich. Shepard. Putz. Der war nice, glaube ich. Das ist aber der gepanzerte. Da muss man echt Glück haben, dass er den Fahrer da hinten trifft. Mhm. Ich lenke den mal ab. Ja. Jetzt guckt er zu dir. Das ist für mich eine, aber easy. Du musst den Hulk unbedingt gleich. Oh, shit! Eieiei. Was war das? Rocket Launcher in mein Gesicht. Okay, das ist nicht gut. Also ich frage, damit ich quasi weiß, wie ich mich verhalten muss beim nächsten Mal. Mhm. Okay, aber das ist ja tatsächlich dann ein völlig anderer Playstyle hier, ne? Wenn du es zu zweit spielst, meinst du? Nee, gegen die Roboter an sich. Ja, total, auf jeden Fall. Es gibt, also ich werde jetzt, also ich spoilere jetzt nicht die Gegertypen so, aber der Hulk ist quasi schon gepanzert und dann gibt es halt noch eine Stufe drüber und jetzt bald kommt noch eine Stufe drüber und das ist dann schon, da musst du alles, was du hast in deinem Repertoire, musst du halt verbinden. Das ist schon eine Herausforderung. Aber kriegt man so gesagt, welche Munition funktionieren würde? Ich glaube, das muss einfach rausfinden. Tatsächlich. Ich mache jetzt so ein Artillerie-Ding. Oh shit. Oh, direkt die Munition. Alter, was ist das?
Ach, das ist deiner gewesen. Nein, hier lagen Bienen rum. Ach so. Okay, ja, der ist gerade gepeilt. So. Okay, gut. Die Minen habe ich gar nicht gepeilt. Mach mal Nachschub. Du hast gerade geschrieben, dass gegen den Roboter es sinnvoll ist, die Rüstung zu nehmen, die reduzierten Explosionsschaden hat. Also eine schwere Rüstung, oder? Aber ich dachte, die Rüstung funktioniert noch nicht. Aber wurde das behoben jetzt oder immer noch nicht? Ja, anscheinend das schon. So. So, hier liegen noch meine Proben rum von vorhin. Einmal Staubsauger hier rüber. So, dann gehen wir ins nächste Gebiet, wa? Da ist noch ein kleines Lager, oder? Aber das können wir beschießen. Ja, genau. Mach mal den. Oh, nice. Ja, aber das so richtig ist, Schaden macht das nicht irgendwie. Nee, nicht wirklich. Also die müssen sich trotzdem umdrehen. Ja, ja. Beim Bunker ist das Bild im Weg. Das ist ja nicht, das ich sehe immer nur das Dach. So, ja. Aber den kann ich jetzt machen. Oh, hinter uns viel. Oh. So. Noch 20 Minuten. Wir haben übel viel Zeit. Das ist voll angenehm. Hab was gefunden! Oh, ja, hier ist glaube ich ein. Ne, hier ist einfach nur Probe. Aber die sind auch zielsicher, ne? Ja, also dass die jetzt die ganze Zeit schießen, ich fand ja bei den Insektendingern schon sehr nervig, als diese grüne Säure gespuckt haben. Und die sind ja hier basically alle ranged. Aber deine Waffe ist mega geil. Gefällt dir? Ja, ja, also für die ist das ja, sind ja alles One-Shots. Lol. Okay, dann müssen wir da nach hinten zu dem Großen. Genau. So, warte mal, den Großen kann ich, glaube ich, mit dem Raketenwerfer machen. Das ist doch einer, oder? Sehe ich den richtig? Wo denn? Ich bin leer. Jo, das war einer. Jawoll. Oh no. Shit. Da siehst du wieder die Rakete. Das heißt, kommt wieder Nachschub. Ah, das. Aber das können wir nicht verhindern. Na, wir können ihn nur früher töten, aber wir können theoretisch, wenn wir die Turbinen jetzt treffen, dann können wir auch das Schiff, was da gerade ankommt, zerstören. Dann spawnen die erst gar nicht. Oh, lol. Aber man muss ja keinen Schaden. Muss doch mal helfen. Ja, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo die Stelle ist, to be honest. Ist da noch einer? Also da sind ganz viele noch, aber ich würde glaube ich in das nächste Gebiet hier gehen, damit wir das oben abschließen. Die kommen eh dann alle zu uns und dann können wir die einmal wegspringen gleich. Okay. Geil. Also das macht schon Laune, Leute. Das ist geil. Aber so ein bisschen mit Knowledge noch von links und rechts dazu zu bekommen, ist nochmal doppelt angenehm. Ja, auf jeden Fall. So. Okay, ich guck mal gerade. Kannst du übrigens auch, das wusste ich auch nicht, habe ich letztens random irgendwie, ich glaube auf Twitter gesehen, dass du dich anschleichen kannst. Du kannst dich teilweise dann sogar auf den Boot legen, das ist so ein bisschen so ein Metal Gear Solid Style. Ja. Und dann sehen die dich auch nicht. Also du kannst sie dann halt auch one-shotten von hinten, wenn du dazu schlägst. Das finde ich ganz geil. Nice. So. Warte mal, wir gehen einfach rein hier, wa? Ach, der baut hier die Panzer. So. Noch wo wir nicht entdeckt, ne? Ja. Oh, der Panzer! Ja, ach, auf geht's. Oh, shit. Wow, der schießt ja. Warte, ich muss hier raus. Ich bin tot. Ah, das ist eine Mine! Aber ist egal. So, okay, also erstmal. Bup, bup, bup. Nee. Bup, 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 bup. Und da. So, dann. Wie machen wir das mit dem Panzer? Der guckt ja wirklich auf mich. Ja, ich würde sagen, da schmeißen wir alles rauf, was wir haben. Okay, dann mache ich erstmal die Artillerie. Ja. Bitte sehr. Ah, Mine! Oh, lol. Der hat mich da reingeschubst. Das zählt nicht. Aber ich habe die Granate geschafft. Oh, aber die saß ganz gut eigentlich. Ui. Alter. Warte, ich lande auf dem. Schaffe ich das? Ich schaff das! Lol. Warte, ich bin unten. Nein! Ich war direkt in seinen Stacheln vorne. Mhm. Also, ich werde das jetzt nicht nochmal probieren. Aber ich fand die Idee actually gut. Die Idee war gut, ja. Die Idee war gar nicht so bad.
Tresor. War aber doch kein One-Shot. Okay, das ist natürlich sehr episch. Da brauchen wir erstmal Sicht. Scheiße, der hat den Turm gewone-shottet. Ja, ich habe auch gerade nichts mehr, was ich denen an den Kopf werfen kann, leider. Ich habe jetzt nur diese Adler-Sachen, aber ich glaube nicht, dass die das können. Ja, probier trotzdem. Okay. Oh no, 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 no! Okay, also. Wenn du die Granate in der Hand hast für den Orbital-Strike und du dann getroffen wirst, fällst du nach hinten, ja, und die Granate droppt. Das ist ja übel geil. Das ist ja eine tolle Knowledge. Aber der Panzer brennt, ne? Oder? So. Oh shit, oh, ich bin tot. Oh no. Warte, dann hol ich ja. Nee, ist Abklingzeit, ich kann dich nicht holen. Ja, eine Minute noch. So, also ich, der Stein hier ist unzerstörbar. Ja. Aber ich glaube, der Orbi, der macht es jetzt, oder? Ich nehme mal den. Ja, wenn du jetzt stirbst, ist vorbei die Mission. Du meinst kannst so? Kannst du dich einmal? Also ich bin der, ich habe eine sehr gute Airtime aktuell. Okay, aber der Panzer war geil. Ja. Aber dafür müssen wir, also der hat die Artillerie ausgehalten, Leute. Ja, da brauche ich auch keinen Napalm mitnehmen. Da brennt nichts. Ja, aber die ist geil, die Mission. Die gefällt mir. Die hat richtig Spaß. Mhm. Oh, ja, wir schauen immer wieder rein. Okay, aber müssen wir da jetzt andere, hätten wir andere Munition in die Artillerie laden sollen, Leute? Oh, das kann man machen, ne? Weil ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt mit der. Mhm. Das war eine Smoke Artillery. Ach so, ich bin dumm, wollt ihr sagen. Ah, lol. Okay. Ja, aber was gut, wir können uns das ja nicht aussuchen, ne? Also, die, je nachdem, wie die Artillerie halt beladen wird, das kannst du ja nicht ändern dann. Nee, doch, doch, weil da lag mehr Munition rum, als wir hatten. Mhm. Okay. Das heißt, Willkommen an ja, Bord, das sind mal. Und Glückwunsch. Aber da machen wir nochmal. Das war die geilste Mission bisher. Ja, können wir machen. Die Helldivers kämpfen für Freiheit. So. Wo wollen wir uns als nächstes einmischen? Wir mischen uns genau da wieder ein. Warte mal. Können wir das doch mal anvisieren, wo wir gerade waren hier? Ne? Koordinaten von verbündeten Zerstörer empfangen. Nee, warte mal, das ist ein anderer Zerstörer. Echt? Ah, ich bin dumm. Warte. Wir helfen jetzt dem hier. Im Geschwader. Warte mal, jetzt bist du nicht mehr bei mir. Nee. Doch, bist du. Du joinst nach. Aber. Da ist jetzt noch einer nachgejoint. Hä? Aber unsere Lobby war gerade eben auf geschossen, oder? Irgendwie. Die ist ja auf einmal geöffnet also worden. Also wir haben jetzt sein Schiff infiltriert. Mhm. Ich töte den jetzt. Wir machen jetzt unsere eigene Flotte. Warte mal, das ist scheiße, das will ich gar nicht. Können wir wieder ja, raus? Wir können auch rausgehen. Ja, wie geht's? Ja, wir können alleine zurück zum Schiff und dann kannst du mich nochmal einladen. Ah, okay, dann machen wir das. Das war jetzt mein Fail, das tut mir leid. Ach, entspannt. Beim Panzer musst du hinten auf den Turm schießen. Da glüht's auch. Okay, aber reicht das mit meiner Shotgun? Also, was für einen Penetration-Faktor brauche ich denn da? Also, sonst können wir ja dieses große Gewehr da nehmen, was ich da hatte. Also, entweder nimmst du das und nicht den Rucksack oder andersrum. Oder ja, können wir auch so machen. Dein großes, das war ganz geil. Okay, du joinst automatisch oder musst du ja, warte, ich guck gerade. Antworten, Spiel beitreten, ja. Genau. Müsste ich gleich da sein. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Den einmal Raketenwerfer, aber der. Also, wie oft muss ich den benutzen dann? Einmal Raketenwerfer ist natürlich eine Genius-Idee von euch. Ne? Ich wusste jetzt natürlich nicht, dass am Ende ein Panzer kommt. Stimmt, den kannst du mitnehmen, ne? Ja, den habe ich. Okay, ich würde gerne nochmal genau die gleiche machen wollen. Mhm. Wie finde ich die denn jetzt? So, guck mal hier. Willkommen an Bord, Herr Diver. Kann ich die nochmal finden? Nee, ne? Ich habe jetzt hier drei. Frage an den Chat, können wir die nochmal finden? Zerstöre die Infrastruktur. Aber war das nur eine Mission, die da verfügbar war in diesem Gebiet? Ich dachte, es sind immer mindestens zwei, dachte ich. Ja. Raketenwerfer. Aber wir wissen zumindest, wir wissen, wie der Planet hieß, oder? Warte mal. Es war Draupnir, genau. Aber die Panzer könnten theoretisch überall kommen. Ah, okay. Können auch random spawnen. Oh, was ist das denn? Blitz suchen und zerstören. Dann machen wir das hier. Ach stimmt, weil wir die Mission gefailt haben, können wir die gar nicht nochmal machen. Aber, oh, also es gibt eine ähnliche, aber nicht die exakt gleiche. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Okay.
Lol. Wir sind noch im Pod drin. Aber es ist geil, dass wir so über den Planeten gleiten. Synchronisiert. Aber direkt drauf? Nee, warte, wir müssen ihn suchen, ne? Aber es ist ja rot. Wir können ja, ja. Hier, wir können ja hier landen und dann einmal so den Bogen gehen. Mhm, können wir. Nicht so viel Travel Time. So, dann nehme ich jetzt Kai Napalm mit. Und ich nehme den Raketenwerfer mit, falls ein Panzer kommt. Mhm. Das ist ja, genau, jetzt haben wir nicht diese spezielle Bombe dabei. Genau, das war ja legit ein extra Spell für die Mission, weil wir Gebäude machen mussten. Genau, ja. Mhm. Okay, stark. Ich habe jetzt einen Mörser Sentry mitgenommen. Ja. Da muss ich Bescheid geben. Ach so. Die schießt langsamer, nehme ich mal an. Aber schießt die weiter? Die schießt relativ weit, ja. Und ich glaube, das Projektil ist besser gegen die größeren Gegner. Gucken wir mal. Da vorne ist direkt ein AT-ST. Ach, shit, das Gewehr nehmen müssen. Das Schicksal aller Menschenkinder liegt in ihrer Hand. Aller Menschenkinder. Alter, er ist so lost, ey. So, lol. Ja, ich kann nicht durch den Zaun schießen. Alter, wie du da hinächtest. Das sieht so gestört aus. So. Das war nur der Typ, oder was? Ja. Oh, da ist rechts noch einer. Ich mache jetzt kurz den Asmuge, Leute. Zack. Das sah stylisch aus, ja. Das sah cool aus, ne? So ein bisschen Max Payne-mäßig. Ja, stimmt, stimmt. Zack. Da gab's auch nie wieder ein neues Spiel, ne? Ich habe das damals so gefeiert, Max Payne. Ich weiß schon mit dem Hawaii-Hemd. Ob's da noch eins gab. Tatsächlich. Oh, warte mal, man soll mit den Raketen ja auf die Düsen schießen, haben die Leute gesagt. Auf die Düsen? Ja, aber da muss ich den ja wirklich ready haben. Eliminiert ja. Von Asmuge steht hier. Was? Wie bitte? Das wusste ich nicht. Jetzt müssen wir wohl dann Rocket Launcher nochmal holen. Ich ziehe jetzt auf den Asmuge. Guck mal. Ah, oh, schade. Du war- so, die Demokratie ist gelandet, Leute. Aber wir haben aber so viele Leben. Das ist krass, muss ich sagen. Dass wir 9 haben, ist schon. 9 Stück, ja. Komm, wir holen den Rocket Launcher wieder. So, genau, den hole ich mal. Der müsste. Achso. Ich habe den noch nicht geholt. Oder, hast, oder was meinst du damit? Ich dachte, du hattest den schon in der Hand. Nee, hat schon nicht. Müssen wir eigentlich angewöhnen, hin. Gleich am Anfang, das sofort alles zu machen, ne? Ja. So. Dann. Laufen wir in die falsche Richtung. Wir müssen da nach hinten. Ja. Da lang, ne? Genau. Oh, shit. Was ist das denn? Ah, wir haben jetzt nur noch 10 Minuten, Alter. Ich kann nur den hier bisher. Warte. Ja, komm mal ran. Nee, du musst E drücken. E? Oh. Oh mein Gott, das wollte der Abonnent vor uns die ganze Zeit von mir. Ah, du hast ihm also auch einen Korb gegeben, okay. Ja, ich habe nur die, also, ich habe den Kreis, den kleinen Kreis gesehen, aber ich habe mich jetzt anders hingestellt. Ah, okay. Ja, oh, das ist schlimm, Leute. Das tut mir sehr leid. Aber es war sehr lustig. Der hat mir übelst geholfen. Ja. Dann habe ich den einmal gedropkillt. Oh. Das tat mir ein bisschen leid, aber ich wollte nur gucken, ob es geht. Und offensichtlich okay. Geht's. Und dann haben wir den Evakuierungs-Shit geholt. Oh, das war ein guter One-Shot. Not bad. Dann haben wir den Evakuierungs-Shit geholt. Und ich wollte mich die ganze Zeit mit meinem eigenen Nachschubpot umbringen. Und er hat mich immer kurz bevor das Ding kam weggetreten, damit ich nicht sterbe. Nein. Das war so lieb. Ja. Aber ich habe das mit dem Umarmen nicht gefeilt. Also, dass man so nah ranstehen muss, ist auch weird irgendwie. Ja, stimmt. Das stimmt. Ich habe es auch am Anfang nicht gedacht. Sorry, ich habe verkackt. Ich bin zu weit raus. So. Ich habe jetzt gar nicht auf die Map gekommen. Hier ist das nächste Lager. Schmeiß da gerne was rein, wenn du willst. Aber du hast, glaube ich, so ein Fass oder so getroffen, oder? Ja. Kann ich hier kommt erstmal ein Mörsergeschütz, da kannst du mal gucken, wie das. Also, das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel zu den Gegnerinnen würdest, das nimmt dich halt eiskalt mit in den Tod. Lol. Ja, nee, da pass ich auf. Ich mach erstmal da einen Adler rein, würde ich sagen. Und dann. Aber gegen die Roboter wird Artillerie an sich doch besser sein, oder? Weil wir brauchen halt diesen. Das sind ja auch. Oh. Kleine Rockets, die da abgefeuert werden.
Ich glaube, mein Adler ist halt so ein Gatling-Adler. Ich glaube, der ist nicht so geil. Oh, shit! Oh, lol! Wo kommt die her? Die kam einfach hinter dir. Du bist da gerade lang gelaufen und die so, yo. Hello. Hello there. Der ist legit auf unserem Kopf gelandet. Aber ich glaube, der wurde instant gemörsert, deswegen bin ich gleich weggerannt. Ich stelle mal hier kurz ein. Ein Terminal. So. Ist da einmal Raketenwerfer und sowas, da mal unendlich, ne? Also die kannst du immer wiederholen, ja. Genau. Ja, ist nur Cooldown quasi. Hier ist einmal Munition. Okay, das ist sinnlos. Das Ding macht noch. Wir müssen noch einmal drehen jetzt gleich, ne? Genau. Warte, ich reloade mal. Ah ne, ich bin schon reloaded. Upp, so, jetzt. Manchmal ist es so ruhig, das ist voll unangenehm. Aha. Wir haben nur noch 6,5 Minuten, ne? Wir müssen noch. Ja, ja. Wir müssen noch das große Gebiet. Ah, ist schon richtig, ey. Ja. Ja, aber die Mission ist. Genau. Achso, ich muss gar nicht mehr ran hier? Ja, ja, deswegen, das war richtig lucky. Ah, Alter, guck mal. Auf der Karte. Alter. Aber das machen wir nicht alles. Also, ich würde sagen. Können wir noch die Flugabwehrposition da links machen, wa? Ja. Okay, ich folge dir einfach. Du kannst es besser einschätzen als ich. Aber 2 Minuten braucht er zum Landen, oder wird uns die 2 Minuten dazu gerechnet? Die werden, glaube ich, on top noch gerechnet, genau. Wirklich? Ich glaube, okay. Wenn jetzt die Zeit abläuft, dann kommt er trotzdem noch geflogen. Okay. Aber dann können wir, soweit ich weiß, können wir keine Artillerie und sowas mehr rufen, ne? Oh, die Leute sagen, Armor wurde gefixt. Patches raus. Aha, geil. Okay. Dann sterbe ich jetzt noch schneller, na toll. So, dann laufen wir hier einmal dran vorbei. Lass das hier mitnehmen. Okay, Gabelstapler. Sehr gut. Hier ist ja nothing. So, hier vorne hast du zum Beispiel ein großes Gebäude. Da kannst du auf die Rückseite schießen. Da hast du so eine LEDs dran, ne? Ah, der dreht sich jetzt scheiße. Bin ich super unlucky. Aber machen wir dem Damage, wenn du jetzt auf den schießt? Oh lol! Was war das denn? Leute, oder warte mal, da ist rot. Jetzt sehe ich das rot leuchten, aber ist das. Also. Ich bin leer! Okay, es sieht nicht so aus, als wenn ich dem Schaden gemacht hätte mit dem Raketenwerfer. Ah, hier ist der Panzer für dich. Ich hab mir extra gerufen für dich. Das ist nett. Ich mach schon mal die Unterstützung. Noch 5 Minuten. Wir können nicht mehr lange hier bleiben. Nein. Okay. Orbitalschlag, also mein Wurfarm war auch mal besser. Okay. Es hat nicht wehgetan, aber ich bin leicht durch die Seed. Es hat nicht wehgetan, aber ich kann mich nicht bewegen. So, warte, ich hab dich. Eieieiei. Eieieiei. Das ist wieder einfach ein Tennisball. So, Ruhe jetzt. Ich muss jetzt hier auch Verstärkung holen. Also, bup, 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 bup. Fordere Verstärkung an! So. Wo ist der Panzer? Oh, da links ist der Panzer. Hier. Warte mal, ich sehe den Panzer nicht mehr. Ah, da unten. Also das reicht nicht, Leute, oder? So hier. Ich bin leer! Okay, der Turm schießt halt auch noch, ey. Leute, reicht das oder nicht? So wie für mich jetzt gerade schwer einschätzen. Ich glaube, das Sperrfeuer wird auch nichts machen. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ja, ich wollte nur die Granate platzieren. Ich habe Schmerzen. Eliminiert von Asmogel! So, holen wir mal einen Mörser hier noch. Ich mach den Panzer jetzt kaputt. Ich lädt der halt genau oben drauf. Na gut. Dann an die Ketten. Okay, ich bin bereit, ihn zu befreien. Ich bin perfekt hinten dran. Aber was mache ich hier? Da, oh, da hinten oben kannst du drauf schießen? Nee, da bounce bei mir auch. Da bounces? Ja, aber ich habe eine Idee. Was war das? Also, ich habe die Verstärkung noch in der Hand gehabt. Also, es war ideal. Okay, cool. So, das heißt, ich lande jetzt ganz kurz bei meinem Drop-Pod. Ich sammle jetzt den Raketenwerfer ein, okay. Und dann mache ich den Panzer kaputt. Mhm. So. Oh, der ist schon kaputt. Sehr gut. Ich habe ihn durch meine pure Präsenz zerstört. Okay, dann war es das Orbitalsperrfeuer am Ende. Okay, aber haben wir gewuppt. Auf geht's.
Das haben wir noch schnell. Das haben wir gewonnen. Eieiei, wir müssen unbedingt das Gebäude da hinten zerstören. Gib mir richtig auf den Sack gerade. Oh, Verstärkung, Verstärkung. Ich hab nichts mehr. Ich hab noch Granaten ohne Ende. Ich hab keine Granaten. Hallo, Granate, hab ich gesagt. So. Okay. Lade nach. Reloading. Spritze in den Kopf. Okay, ich hab noch einen Raketenwerfer-Schuss. Mhm. Versuch dieses Gebäude hinten noch kaputt zu machen. Das hier, weil das schießt die ganze Zeit mit Artillerie auf uns. So, aber machen wir den wirklich Schaden? Also wenn, von hinten ja, also der hat quasi am Hinterkopf, hat er okay, auch so eine Stelle. Das heißt, wenn er auf mich zielt, dann nicht. Oder warum komme ich da nicht durch, Chat? Boah, der verfehlt. Ich renne jetzt auch mit. Also er zielt auf mich. Glaube ich. Ah! Jo. Wait, das war alles. Kaputt. Zwar war dein Rocket Launcher. Ich hab. Ach so, du hast aber von hinten geschossen. Das war das Ding. Ja, genau. Okay, das wollte ich schießen. Gut. Ja, easy, Leute. Oh. Ja. Gar kein Thema. Ja, wir müssen zum Evakuieren leider. So. Wieder ein bisschen munitionslos. Mhm. Wollen wir gleich Nachschub? 10 Sekunden haben wir. So, was können wir hier noch machen? Flugabwehrposition. Taktikausrüstung im näheren Umfeld. Lol, ich mach den gar nichts. Lade nach! Nichts. Die kleinen Terminator, sag ich immer, die mit Rocket Launcher, die tun richtig doll weh, ey. Die laden zwar ein bisschen auf, also die warten ein bisschen, bevor sie schießen, aber jo, wenn die einmal treffen, ja, also bist du komplett RIP. Okay. Das Maschinengewehr. Aua. So, was können wir hier machen? Flugabwehrposition. Gabelstapler. Terminal aktivieren. Die muss oben sein, genau. So, dann holen wir gleich mal schnell Nachschub. Das schaffen wir noch, bevor die Zeit abläuft jetzt hier. Das schaffen wir noch, aber der Evakuierungspunkt ist da unten. Mhm. Soll ich nicht lieber schon mal hinrennen? Oh, lol. Ich bleibe jetzt hier einfach stehen. Hm? Ich bin am so, und? Okay. Er wird aufgerichtet, sehr gut. Ich fliege einfach mit dem Ding mit. Ja! Das ist doch schlau. Das, vielleicht kommst du ja direkt zum Extraction Point, das wäre doch... Das genau, wär doch nice. Wo kommt die Rakete raus? Da. Hier, na? Ja, ich glaube schon. Okay, was passiert jetzt? Notfall-Evakuierung. Pelikan 1 kehrt zum Evakuierungspunkt zurück. Bitte begebt euch in den Evakuierungsbereich. Ah, guck mal, wir kriegen die 2 Minuten echt gut geschrieben. Ja. Ja, das ist ja geil. Aber wir müssen ja richtig weit laufen, ne? Ja, das können wir ja. Ja. So, bin ich hingefallen? Okay, dann rennen wir. Ja, dann rennen wir. Wir haben ja das da schon aufgeräumt. Knapp. Das wurde nicht knapp, oder? Das ist doch mal locker. Wenn der jetzt dort landet. Alter, die selber nur einen Clip erstellt. Ich habe eine Idee. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommt der denn her? Ich glaube, man läuft, wenn man eine Pistole in der Hand hat, läuft man schneller, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ich teste. Das Problem ist, ich muss die ganze Zeit auf meine Ausdauer achten. Also irgendwann ist die leer und das Aufladen ist echt langsam. Mhm. So. Ups. Ja, guck mal, ist doch easy. Ja, entspannt. So, also, wir brauchen... Ich habe nichts mehr zur Verfügung. Das ist der Nachteil. Ah ja, stimmt. Stimmt, wir können nichts mehr machen, ja. Wir haben auch die Mission gar nicht abgeschlossen. Wo ist denn die Zeit geblieben, bitte? Ja, ich glaube, wir haben eine schlechte Zeit gestartet. Okay. Ich glaube, das war so das Grundproblem. Okay, ich habe noch einen Raketenschuss. Ankunftszeit T-30 Sekunden. Aber jetzt kommen keine Gegner mehr. Ist auch ja, das wundert mich auch gerade. Ich glaube, die sind einfach enttäuscht von uns, dass wir nichts gemacht haben hier. Die sind einfach keine Bedrohung. Genau. So. Da waren jetzt Schüsse, oder? Nee, warte mal. Oder sind das random Schüsse? Ja, also die kommen, aber die sind super langsam.
Ich glaube, wir hätten da wirklich oben hingemusst, aber egal. Ist egal. Ist nicht so schlimm. Ein paar Roboter haben wir ausgelöscht. Landung von Pelikan 1 im Gange. Pelikan. Rein da. Aber es kann nur einer von uns schaffen. Es tut mir leid. Tschüss. Okay. das macht dieses Spiel mit einem. Okay, cool. Oh, 7, Leute. An Asmugel. Es hat nicht gereicht, seinen Körper zu bergen. Oh, plus 0? Oh, ja, wir haben nichts gemacht. Ah, doch, ja, guck mal. Wir haben die optionalen Ziele, wenigstens das. Jetzt hast du jetzt auch eine Ausrede. Du kommst quasi von deinem Einsatz zurück und sagst, keiner hat es geschafft. Du konntest dich gerade so noch retten. Ich konnte mich gerade so retten. Da konnte niemanden bergen. So, okay, das war wirklich. Also, einen Stern hatte ich auch noch nicht. Geil. Also, eine Mission schaffen wir noch. Eine Mission schaffen wir noch. Dann holla, erstmal. Maxi war vorher schon so, mach dir keine Sorgen. Maxi war vorher schon. Hey, ich wurde sehr häufig von dir eliminiert. Aber das Ding ist, das Orbital-Ding, das musst du mir vorher ansagen. Weil das hat ja so ja, eine heftige, also die, ja. Das hat ja teilweise eine Mission alleine erfüllt, weißt du? Mhm. Oder so eine Station. So ein Lager. Das ist schon sehr geil. Ja, dann machen wir noch eine. Ach, guck mal, der Held. Da bin ich, guck mal, da bist du. Kannst mir zuschauen. Wie ich das hier gemacht habe in meinem Level 5. So. So, aber hier ist trotzdem richtig, auf zurück zum Schiff zu klicken, oder? Diese Menüführung. Genau. Verwirrt mich genau. So ein bisschen. So. Kannst du mal gucken, ob du nochmal Punkte hast? Theoretisch, ja, wobei die Sniper gibt es erst später. 4000. Wobei, ich könnte mir wahrscheinlich was holen. Du könntest auch über R, könntest du dir auf Seite 2. Ist es die Diligence, die ich spiele? Warte mal kurz. Was ist denn dieser Monster Strike, womit du mich jetzt quasi gekillt hast? Ist der 120 mm Orbitalsperrvoll? Ist es das? Warte, ich guck kurz. 380 mm und 120 mm. Also 120 mm ist quasi dann der Einstieg. Der ist ein bisschen kleiner, aber der ist auch schon gut. Das heißt, du hast die 380er-Variante? Ich habe die 380er, genau. Okay, ja. Dann nehme ich erstmal die kleinere. Würde ich sagen. Und wir verabschieden uns, glaube ich, von der Shotgun, Leute. Die meint's gut. Aber gegen Roboter. Also es ist mit den Robotern und gegen Panzer. Also die kleinen Bots, dass sie von weiten schießen können, nervt, aber gegen die Turrets und die Panzer fighten, das ist geil. Sie haben kein ja. Brain, aber und ich habe auch das Gefühl, dass die Maps übersichtlicher waren. Total. Finde ich auch. Mhm. Weil so, ich auch. Wenn es so, die anderen waren so übelst versifft und dreckig und dunkel und ich habe die teilweise gar nicht gesehen. Und vor allem dieses Ranschleichen von denen hat mich genervt. Ja, vor allem die, ja, hast du recht. Die Stalker, ne, die Unsichtbaren, die sind auch schon nervig gewesen. Also die kommen dann später auch auf Schwierigkeitsstufe 4 und 5. Aber was sich, glaube ich, echt reizen könnte, wäre, wenn du die größten Gegner von den Insekten hast. Weil die sind ja so schwer, also so ein bisschen so Panzer-like, nur dass die halt ein bisschen schneller unterwegs sind. Ja, genau, weil der Panzer, da konntest du dich halt geil noch verstecken. Ich finde, das macht mir Spaß. Ja, genau. Bei dem anderen Typen musstest du ja schnell rennen können. Ist ja auch weird. So, 15 Minuten haben wir. Wir müssen super effizient sein. Aber das ist geil. Ich muss sagen, jetzt haben wir zwei, drei. Also die Mission zählt ja basically nicht, weil wir ja gar nichts verdient haben. Aber dass du trotzdem nach ein, zwei Missionen neue Sachen freischaltest, ist schon sehr geil. Das ist geil, das stimmt. So, lass mal ganz kurz gucken. Also wir müssen da rechts Bürger evakuieren. Das ist das Primärziel. Ich würde sagen, wir können ja da oben das Sekundärziel machen. Dann gehen wir zum Primärziel und dann gehen wir raus, oder? Ja. Aber ich kann hier nirgendwo landen, Junge. Hier kann ich landen. Hallo, komm mal hin. Okay, komm. Let's go. So, also was nehme ich mit? Also ich nehme jetzt mal nicht das 380mm Ding mit, oder? Oder ich sag's an. Ich find's geil. Ich sag's an. Musst du ansagen. Also ich finde, das ist ja ultra effizient. So. Aber wir haben ja was Neues. Genau, wir haben diese Codes, aber die müssen wir, glaube ich, nur einsammeln. Weil ich habe das, glaube ich, auch schon gemacht. Also nicht geschafft, aber gemacht. Zweite Shotgun ist super. Ja, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Also ich glaube, also es ist geil, wenn jede Waffe funktioniert und jeder so sein Spielstil hat. Weil zum Beispiel die Waffe, die du hattest, die hat langsamer geschossen, aber dafür ein höheres Kaliber. Genau. Was gegen die Roboter halt immer. Genau, also verstehe ich absolut. Weil jetzt jeder Roboter war ein One-Shot. Jeder Standard-Roboter. Genau. Mhm. Schon ein bisschen wie mit der Deagle oder so. Einfach nur pam, 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 einzelne Schüsse. Das ist schon nice.
Oh, auch direkt bei den Gegnern gespawnt. Ich mach mal direkt einen Orbitalschlag hier. Bup, 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 bup. Und rein da. Und die haben direkt wieder Support gerufen. Oh, aber ich glaube, der trifft gut, oder? Ich hoffe. Ja, dem mache ich keinen Schaden zum Beispiel. Eieiei. Ja, das ist ja Randoms Vater. Der hat ja nichts genommen. Gar nichts? Nee. Doch, da kommt noch was, da kommt noch was. Ah, der letzte, okay. Der hat noch was gebracht. Ich glaube, der lädt erst auf. Okay. Ja, bitte Orbitalschlag! Aber den hier unten, dem habe ich keinen Schaden gemacht. Okay, dann müssen wir jetzt nach Norden. Ich hole mal ganz schnell meine große Waffe. Ah! Dann wait, ich habe jetzt keinen ich bin dumm. Ich habe den Slot was denn? Doppelt besetzt. Ich habe jetzt quasi einen Schlag mehr, aber keine Zusatzwaffe. Das war dumm. Ah, okay. Aber da kann ich ja immer deine nehmen, oder? Oder ist deine doppelt? Wie die anderen auch? Also ich habe sie jetzt nur einmal, aber ich kann sie ja gleich für dich nochmal rufen. Ah, okay. Also ich habe halt einen Cooldown drauf, aber... Nö, dann warten wir einfach auf den Cooldown. So, da ist noch so ein Hexenkessel. Mhm. Bup, bup. Ja, bitte Luftunterstützung! So, oh, der ist genau drauf. Bist du tot? Ich bin tot. Kannst du meine Waffe haben? Jo, aber... Aua, aua, aua. So, okay. Bap, 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 bap. So. Schön. Ja, der ist tot. Du hast jetzt wieder die erste Waffe, glaube ich, ne? So, genau, warte mal. Jetzt mache ich die hier. Hey. So, die ist geil. Aber ich mach mal hier ein G einfach rein, würde ich sagen. Mhm. Nach Hause. Nee, der muss in den Schacht da oben rein, richtig? Ja, aber drück mal 3 und dann schieß mal oben quasi gegen die Luke. Das kannst du auch machen. Okay, dann wollen wir. Ah, das reicht mit der Waffe? Ja, ja. Ah, okay, das ist. So, ich glaube, dass sie leicht explosiven Schaden macht und es reicht dann aus quasi. Okay, den hab ich gar nicht gesehen. So, hier sind das haben wir. Dann. Pupp. 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 Aua, aua, aua. Au, Leute. Ich mach den ATSC. Ja, lol. Hier durch die Gegend geschleudert werde teilweise. Ja, der Knockback ist nervig. Mhm. Also, ich verstehe ihn, aber. Probe. Probe ist immer wichtig. Boah. Selten. Ich würde hier das, also hier die Nebenmission direkt machen. Ah, das schaffen wir. 10 Minuten haben wir. Ne? 10 Minuten, auf geht's. Also die schießen ja von allen Richtungen. Ist mir gerade ein bisschen. Ah, da hinten sind die, deswegen. Mhm. Nein, es kommt wieder Unterstützung. Shit. Magazin leer! Ich bin dumm! Hier kam irgendwie Support, keine Ahnung. Bum. Datenträger, okay. Ich war nicht, warte. Es hatte eine gute Strategie und dann war es Mittel. So, wo muss ich jetzt den Datenträger rein? Ach, den muss ich da nach oben bringen, glaube ich. Ah. Aber da oben ist ein Raketentyp. Mhm. Ich renne einfach dran vorbei. Ich renne aufs Dach. Guck. Alter, ich habe das ganze Ding flach. Was ist das? Das ist eine Granate! Kannst du zurückwerfen? Bup, 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 bup. Oh, der ist gepanzert. Jetzt muss er hier oben rein irgendwo, oder? Bap, 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 Adler. Ah, hier dahin, oder? So, warte mal, ich muss jetzt mal hier rumadlern. Adler mal rum. So, ich hab seinen Kopf weggeballert. Du musst mich leider wiederholen. Oh! Ja, also als du das gesagt hast, habe ich genau diesen Raketenbot im Face gehabt. Okay. So. Das wird spannend nochmal. So, letzter weg. Oh. Okay. Ach, Gegner sind aber auch gerade echt hartnäckig. Viele. Ja. So, okay. Jetzt haben wir's. Hallo. Oh, da kommt ein Hulk. Oh, shit. Was ist ein Hulk? Ja.
Da wo ich gerade meine Granate hingeworfen habe. Hier, 240 Grad. Okay, ich sehe ihn. Ab. Ich bin tot. Aber ich glaube, dein Orbi kommt gut. So. So. Oh, guck mal, wie viel da hinten steht. Ach, was für eine Karte haben wir erwischt. Ja, ja, das ist ja anspruchsvoll. So. Ich werfe da jetzt mal alles in die Richtung grob, Leute. Mhm. Also er kriegt irgendwann sogar tatsächlich Schaden, Leute. Also der Mörser arbeitet doch sich wund. Ja, der legt los, ja. So, Terminal. So, ich habe jetzt so eine Kiste dabei. Wo wuchte ich die jetzt rein? Ah, jetzt müsste irgendwo hier eine Luke, hier an der Seite, glaube ich, eine Luke sein, irgendwo. Wo? Kannst du es da reinstecken? Warte mal, warte. USSD anfordern und eine Luke stecken. In welche denn? Ja, ich. Warte, jetzt habe ich die Kiste nicht mehr in der Hand. Ich hab sie. Hier hinten, oder? Da, wo es leuchtet, Leute? Ja. Da, wo es leuchtet. Der Mörser macht einen guten Job gerade. Warum spiele ich den so selten? Der hört nicht auf. Okay, haben wir das geschafft? Ja, ich muss jetzt gerade noch die Signalstärke auf 100% machen. So. Wunderbar. Da, Mörser. Jawohl, haben wir. Ah, seine Trefferquote ist lost. Okay, hat er daneben geschossen oder was? Ja, also die waren so geil gegroupt und er trifft ja sonst wo. Mm. So, dann können wir jetzt die Hauptmission da machen im Osten oder dann gehen wir raus? Jo, ich folge dir. Oh, nerven die da? Nee. Doch, einer nervt doch. Ah, das habe ich nicht von hier aus. Das hört nicht auf, Mann. Wie viel Range hat er bitte? Das ist ein richtiger Stormtrooper. So. Jetzt wäre so ein Jetpack ganz cool, aber der legt halt auch einen Slot auf dem Rücken. Ne? Da muss man sich dann immer Gedanken machen, was du mitnimmst. Aber das ist quasi Fast Travel, nicht nur nach oben. Ja, du kommst ein bisschen schneller nach vorne, aber ja. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Richtung an. Ich glaube, du kannst es etwas steuern. Okay. So, was müssen wir denn hier machen? Wir müssen die Bürger evakuieren. Okay, das wird nochmal spannend. Oh. So. Ach, die haben wir schon entdeckt. Okay, Bot-Abwurf. Ich mache mal erstmal Orbitalfeuer. Ja, der Orbi ist gut. Bup. So. Ja, bitte Orbitalschlag! Okay, der war nicht gut. Da kommt ein bisschen mehr runter jetzt. Ich glaube, du musst noch mal ein bisschen zurück. Okay. Schön groß von der Demokratie! Schön groß von der Demokratie. Das Gelaber, Leute. Es ist so hohl. Guck dir das an, hier ist einfach nichts mehr da. Das war gerade die Verstärkung, Leute. Die hat es einfach atomisiert. Okay, und jetzt müssen wir wenn das die normale Bürgermission ist, müssen wir die Türen jetzt öffnen und die evakuieren. Shuttlebuch Terminal aktivieren. Oder? Ey, man kann die auch. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nur Shuttle aktivieren. Okay, da ist, glaube ich, so ein Dicker. Ein Dicker? Warte mal. Ja. Hab ich denn dann noch? Dann erstmal. Ja, das ist so ein Hulk. Ja. Dann werfe ich da mal kurz ein Sperrfeuer rein. Ja, ich kann den nicht beschießen. Hier, ansonsten nimm die Waffe hier hinten. Oh, ich hab sie liegen lassen. Danke. Mach ich den damit Schaden? Also ja, du kannst drauf schießen. Ich würde aber drumherum zirkeln und dann würde ich dem Hulk gleich von hinten nochmal in den Rücken schießen. Wenn ich nicht tot wäre. Ja. Asmugel wurde von Asmugel getötet. Aha. Verstärkung!
Aber was war das? Ich glaube, das war der Orbitalschlag. Da kam noch ein Schuss. Oder es war der Mörser. Wenn ich auf dem Dach lande, das wäre geil. Schade. Also er guckt auf mich. Jetzt guckt er, glaube ich, auf dich. Oh ja, shit. Oh. Ich kann jetzt hier nach links laufen und dann dreht er sich, glaube ich, ganz gut. Okay, ich bin tot. Okay, ich hab ihn aber. Jawohl! Du hast deine Mission sehr. Scheiße, was war das? Asmugel! Schon wieder! Diese Scheiße! Das war der Mörser wahrscheinlich, oh, stimmt! Oh shit! Das stand so gut, Leute. Okay. Das war so ein Hero-Moment, eigentlich. Das war gut. Ich wollte sogar noch alt drin. Mein Gott! Warte, ich mach dich kaputt, warte, ich mach. Erst ich hab ihn jetzt zerstört. Oh. Den Mörser soll ich mal häufig in meinen Missionen benutzen. In deinen Solo-Missionen! Der ist ja absolut toxisch, ey. Okay, so was müssen wir müssen hier das Terminal aktivieren. Alter, wer lebt jetzt hier noch? Das war einfach. Ja. Warte, ich guck mal. Wir müssen hier rauskommen eigentlich. Schon mal Nachschub? Oh. Ah, oder? Bup, 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 bup. So, 3 von 4. Oh, was ist das? Zielkoordinaten. Evakuierungsroute wird berechnet. Mhm. Okay, das war's. Das war's jetzt? Also ja. Genau, jetzt kommen hier die Zivilisten raus und die müssen wir quasi evakuieren. Also begleiten. Wo sind die denn? Wenn die kommen. Alter, was ist das für eine Tür? Warum kommt da keiner raus? Es leuchtet einfach. Ich glaube, eine andere Tür aufmachen? Warte, ich mach die andere Tür hinten auf. Ich versteh's auch noch nicht richtig. Die Freiheit ist wieder stark. So, habe ich hier einmal eine Tür aufgemacht. Ich guck mal, ob es noch eine gibt. Hier liegen noch Granaten rum. Falls du noch welche brauchst. Okay, packen wir jetzt, leer. Genau. Da hinten ist, glaube ich, warte mal. Also es ist ja eigentlich schön markiert, actually, oder? Interpretiere ich das jetzt richtig? Ja, da, guck mal. Da ist diese gelbe Leiste. Oh, es kommen wieder weitere Bots. So. Oh, das ich werf da nach hinten was. Ich werf da ganz hinten was hin. Jo. Das dürfte eigentlich nicht in unserer Range sein. Bap, 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 bap. Ich mache auch alles grob in die Richtung einfach. Jawoll. So, dann müsste eigentlich die andere Tür gleich wieder aufgehen. Genau. Alter, das ist witzig, Leute. Also wenn da irgendwas überlebt hat. Was hast du reingeworfen? Alles. Ach, okay. Einfach alles. Das sieht gerade gut aus. So, wir haben jetzt 9, gleich haben wir 12. Ach, noch einer. Ein Tieffliegerangriff. Okay, bap, 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 bap. Okay. So, du machst das schon. Ich renne gerade eigentlich nur von Tür zu Tür. Ja, mach die Tür noch. Ich glaube, die kommen auch wieder aus den gleichen Sachen raus. Mhm. Kann man hier hoch? Nee, na, das ist ja geil. Oh, ich treffe ja gar nicht. So, haben wir aber gleich geschafft. Dann geht's eigentlich nur noch zum Evakuieren und dann sind wir fertig. So, 15, das heißt, wir werden gleich 18 sein. Und ich mach die andere Tür noch einmal auf und dann müssen wir fertig sein. Noch eine Verstärkung rein. Ja, das ist eigentlich eine coole Idee, ne? Dass wir die nicht irgendwie. Jetzt, so eine richtige Escort-Mission ist eigentlich ungeil bei so viel Chaos. Ja. Müssen wir da jetzt noch irgendwas drücken oder können wir jetzt schon loslaufen? Ich hole nochmal einmal Nachschub. Ich glaube, wir können dann weiter. Ich glaube, wir können dann evakuieren. Ist ja auch nicht weit weg. Geil. Okay. Jawohl. Sehr gut. So. Und dann raus. Dann nach da, ne? Hm. Jetzt stehen eigentlich diese Krater neu? Ja, ne? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, ne? Hm. Es wirkt an einigen Stellen so, wenn die Orbitalscheiße einschlägt. Mhm. Dass da ein bisschen GG ist.
So. Ich versuche schon mal parallel den Leuten, den LOL-Menschen Bescheid zu sagen. Jo, das heißt, gleich gibt's LOL-Action bei dir? Ja, ich versuche mal einmal die Woche so eine kleine Legendenrunde zu organisieren mit 5 Na, finde ich schön. Ist nicht leicht, aber klappt. Mhm. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Bup, bup, bup. Die Kluft wartet, ja, die Kluft wartet wirklich. Das ist krass, wenn du überlegst, wie lange sich LOL gehalten hat und so viele Updates bekommen hat. Also, wie alt ist es jetzt? 13, 14 Jahre? 14, 12? Ja, Season 14. 14. Plus natürlich noch die Beta-Zeit und so, aber ja. Ist schon sehr alt. Leon wartet schon. Jo, ich bin gleich ready. Leon... 2 Minuten, dann sind wir raus. Wir sind wirklich, wir evakuieren uns und dann ist GG. Muss noch einmal Smuggels Mörser hinpacken und dann... dann ist GG. So, oder? Genau. Ich mach bup, 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 bup. Na, falsch, scheiße. Bup, 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 bup. So. Ich würde jetzt gerne hier irgendwo hochklettern, aber... Ja, an manchen Stellen kann man hoch, aber... Hier nicht, ne? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist zu steil auch hier. Ja, und eigentlich... An sich macht man ja immer... die gleichen Missionen irgendwie, ne? Die ähneln sich halt sehr, aber ich finde trotzdem, es gibt halt so einen Random-Faktor auch, wo dann teilweise noch Gegner spawnen und so, das macht schon Spaß. Ja, so für zwischendurch immer mal. Und dass sich ja irgendwas cool wiederholt, ist ja auch klar. Also ja, genau. Es kommt halt bald noch die dritte Fraktion. Ah, oder aber dann wäre es am Ende aber 4, weil es ja links, rechts, oben, unten geht, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Original, das weiß wahrscheinlich der Chat besser, ich glaube, das gab immer 3 Fraktionen, oder? Es gab die Insekten quasi, dann die Roboter. Ich kenne auch tatsächlich die dritte Fraktion gar nicht. Hab mich da nicht spoilern lassen irgendwie. Alter. Ja, der rennt einfach nur auf einen zu. Mhm. So. Gab 3, sagen wir. 30 okay. Sekunden. Okay. Aber weiß man, was die dritte war? Was war die dritte? Das müsste ja eigentlich sowas wie Protoss oder sowas sein. Mhm. Oder so ein intelligentes Alienvolk quasi heißt. Das würde ja Sinn machen. Ja, das wäre nice, ja. Stimmt. Cyborgs? Aha. Aber ja. Protoss würde ich auch mehr fühlen. Toss-like. So, warte mal. Bup, 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 bup. Oh, ich bin tot. Oh, kannst du mich noch holen schnell? V. Ey! Nein! Warte. Ich sehe nur die Kiste. Der Schatten so, kommt schon. Also, warte mal. Bap, 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 bap. So, ich hab dich sofort, ich hab dich quasi in den Eingang geschmissen. Das ist so insane. Da brauche ich jetzt nur noch reinspringen. Ich warte hier hin. Jo. Und ja, ich bin, glaube ich, oben drauf gelandet. Oder nein? Dreht um! Dreht um! Ja! Oh, Alter, da! Oh. Einfach reingehechtet! Ja, das sah geil aus. Okay, das sah geil aus. Sehr nice. Cool. Ja, dann danke ich dir. Mission noch erfolgreich geschafft. Und das war sehr cool. Viel Spaß dir jetzt bei LOL. Jo, danke dir. Werde ich haben. Tschüss. Ist er da? Tschüss.